Hallo! Oh, ich bin jetzt hört man mich hoffentlich. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass die Musik nicht ganz zum Counter passt, obwohl das eigentlich so sein sollte. Ich habe keine Ahnung. Es ist, ich weiß nicht, was da los ist. Wochenende und wir können, also die meisten von uns können pennen und schnuffen. Ich habe das schon gesehen, die Peace, die jetzt gerade Wäsche zusammenräumt, habe ich gelesen. Dann haben die Melakunchen, wollte ich jetzt sagen, weil ich Kaninchen gelesen habe. Hallo Kaninchen, auch dir einen schönen guten Abend. Und hallo Sona und der Plembo ist auch schon da. Hallo und der Reh ist auch da. Und wir haben Wochenende. Sollen wir einfach gar nichts machen? Das fände ich total cool. Einfach schlafen. Aber ich habe eine bessere Idee. Wir spielen Phasmo. Haben wir uns spontan, ganz spontan, so über 2-3 Tage überlegt. Der Reh hat ja Dauerwochenende, ne? Der ist halt im Schnuffelohr. Diese Emotes von Kaninchen sind aber auch der Hammer. Dieser Hase mit diesen zurückgelegten Ohren. Anyway, egal. Die Melakuna ist schon am Start auf dem Discord, glaube ich. Deswegen gehen wir ihr jetzt mal Hallo sagen. Und zwar, indem ich mich hier entmute. Hallo Melakuna. Hallo Mori. Wie geht es dir? Ein wunderschön. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Ja, Wochenende. Ganz viel Wochenende. Ich komme erst ins Spiel dazu, weil es Ingame-Voice gibt. Ich verstehe. Okay. Wir spielen also heute Ingame-Voice. Machen wir so, weil Sona ist heute sowieso Wildcard. Weil Plembo mit dabei ist, habe ich gehört. So, der Plembo ist aber schon in Schnattern. Ich schieb ihn mal rüber. Hallo Plembo. Guten Tag. Einen wunderschönen Gruß nach Graz. Ja. Wie ist die Lage? Kritisch. Gestern ein bisschen, die Prüfung auf mir wirken lassen müssen am Abend. Ja. Oh, doch, hat doch so schön reingeknallt, sagst du. Oh Gott, okay. Dann lass lieber ablenken, bevor die Ängste wiederkommen, würde ich sagen, oder? Die Prüfung ist eh einigermaßen gegangen, aber wir haben halt nachher dementsprechend am Glühweinstand ein bisschen... Da geht Zeit die Reise gemacht. Hin. Ich verstehe, okay, da geht die Reise lang, okay. Deswegen ist halt heute der Tag ein bisschen schwierig. Ja, dann machen wir heute mal entspannt. Ich habe gehört, die Geister haben ja heute auch Wochenende.
Dann machen wir heute mal Ingame-Voice, würde ich auch sagen. Und dann würde ich nur vorschlagen, Melancholia, du hattest mir schon Code geschickt, ne? Ja, und Plembo auch schon. Plembo Kaninchen auch schon. Macht mit, gell? Genau. Kaninchen kannst du anschreiben, ja, ne? Ja. Perfekt, das geht ja hier. Technik, die begeistert, oder? Oh, Wochenende und ich werde nur pennen. Nee, geht gar nicht. Wir sind leider zum Essen eigentlich. Ach, naja, gut, anyway. So, dann gehen wir mal mehr Spieler. I've gathered a list of other hunters asking for help. Beitreten, einfügen, geht schon wieder nicht. Das geht, doch geht. Oh. Geil. Dann muss ich jetzt nur bei mir in den Optionen einmal umstellen, dass ich Ingame Voice hab. Du, Audio. So, hört ihr mich jetzt doppelt? Ja. Oder ihr hört mich gar nicht. Das geht natürlich auch. Warte mal. Ja, jetzt läuft hier gerade nur Discord, glaube ich. Ja. Moment, da muss ich mal gucken. Ah, ich habe immer... Ah, warte mal. Du musst auf Anwenden. Und jetzt? Jetzt haben wir die doppelt, genau. Dann habe ich mich jetzt im Discord stumm geschaltet. Jetzt hört er mich nur noch einmal, richtig? Ja. Genau. Ja, perfekt. Mal da drin, ja. Super, dann warten wir noch auf Kaninchen. Kikaninchen. Level 1175. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, ne? Ach komm. Ja, ernsthaft? Hast du bei Steam mal geguckt, wie viele Spielstunden du hast? Warte. Okay, ja gut, das geht ja noch. Was ist so das Spiel mit den längsten Spielstunden, das du am Start hast? Warte. Left 4 Dead 2 mit 1200 Stunden. Da kann ich toppen mit dem Flight Simulator mit 1700 Stunden. Oder... Ich mag das. Ah, ihr habt mich Gott sei Dank im Stream gemutet. Gott sei Dank. Ah, Kaninchen ist auch da. Hallihallo. Hallo. Eine wunderschöne. Und wie war das Essen? War gut. Mir ist nur seitdem ziemlich schlecht. Oh. Zu viel oder zu durcheinander? Ich habe eigentlich nicht zu viel gegessen. Nee, ich weiß nicht, ob der Käse nicht vielleicht doch einen weg hatte. Ich weiß es nicht. Oh, okay. Macht da nichts draus. Mir geht's heute auch schlecht. So, also heute ist allen übel. Ne? Dabei haben wir heute Freitag und nicht Sonntag. Also mir geht's super gut. Mir zum Glück auch noch. Obwohl, ich habe ein bisschen Magenprobleme tatsächlich. Ist Zufall, aber ja. Aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Geschmeckt hat es auf jeden Fall, war auch sehr lecker, aber weiß nicht, irgendwas habe ich jetzt nicht vertragen. Okay. Na, gut, ja. Musst du mal alle bereit drücken. Jo, hast du schon was ausgesucht hier? Haben wir alles drin? Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Kaninchen hat 466. Guck mal, auch das ist schon für mich. Blembo hat auch schon 203. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch nicht selten gespielt, aber irgendwie, naja. Ich habe das mal tagtäglich stundenlang gespielt. War das nicht ein bisschen zu eintönig irgendwann? Nö. Nö. Ja, also jedenfalls Flight Simulator habe ich in der... Oh, Happy Fries, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön, hallo, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Und du hast jetzt Wochenende, hoffe ich auch. Und kannst schnuffen. Hallo, hallo. Hallo. Erstmal Mori unterbrochen beim Reden. Das ist nicht schlimm. Also 1600 Stunden im Flight Simulator in der aktuellen Version und davor die alte Version habe ich 2200 Stunden. Alter, du hast doch... Nee. Aber ich... Staufi. Guten Abend, Staufi. Grüß dich. Ach, Queenie habe ich gar nicht gesehen. Hallo, Entschuldigung. Queenie, tut mir leid. Ich habe das irgendwie übersehen. Hallo, grüß dich, Queenie. Ich hoffe, bei dir ist auch alles schnuffig. So. Hobbylos. Das ist ja mein Hobbyräder. Das ist schon okay. So, soll ich mal hier wieder, hörst du mich gedöns machen hier? Geisterbox, ja, ne? Jo, kann ich machen. Ja, und dann mache ich hier Temperatur, das kann ich auch noch. So, gehen hier schon alle los, hier? Profi. Nee, ich bin nur hier. Also, perfekt. Ja,
Lass mal gucken. Was müssen wir da machen? Genau, da. Geisterereignis und das Parabol, da kann ich doch nicht mit um. Warte mal. Ich nehme das mal mit. Ich gehe da immer drauf. Immer. Oh, Nick, einen wunderschönen guten Abend noch dir und danke für den Gifted Sub von Happy Fries. Dankeschön, vielen lieben Dank für den Support. Ihr seid sowieso eine mega schnuffige Bubble, wisst ihr das eigentlich? Also Sona und ich hatten vorher Bubbles, du liebes bisschen, oder Sona nicht unbedingt, aber ich. Da war ich sogar als Mod unterwegs, du liebes bisschen. Aber ihr seid im Positiven ganz anders. Dankeschön. Ja, und hallo Nick, ich hoffe, du hast jetzt auch Wochenende. Moor im Keller irgendwo. Komme. Da gehen wir mal hin. Ich glaube, du darfst hier nicht rennen, oder? Dann geht die Sanity schneller runter, oder? Ich weiß ja gar nicht mehr so genau. Oh, könnte besser sein, Queenie, was ist denn los? Rückenschmerzen? Nee, hab morgen Vlog-Seminar von 9 bis 16 Uhr. Das klingt so gar nicht nach Fun, darf ich ehrlich sein? Was machst du denn da Spannendes? Der ist oben. Also, Küche, Flur. Komme. Ah, na, okay, doch schon. Wir laufen links, wir laufen rechts. Hier gerade. Ah, noch nicht. Was habe ich denn hier noch? Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Das Ding ist doch eigentlich nur dafür da, damit man sich bei Phasmo lächerlich macht, oder? Sollen wir gehen? Wie heißt du? Okay, gehen wir mal weiter. Macht er bei mir auch immer. Was? Ich bin eine Bubble, er hat mich im Fett Nein! Um Gottes Willen. Multimedia im Unterricht machen wir da nichts, was man braucht, aber etwas, was man sich verbuchen lassen muss. Aha, okay, 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 okay. Oh, oh Reh, nein! Mit Ausnahmen natürlich. Also, wie soll ich sagen, Teilnehmer dieser Bubble. Wie soll man sagen? Zuschauer, Gäste waren auch ganz toll. Ist um Gottes Willen, ich will die jetzt nicht grundsätzlich alles. Aber es endete sehr böse. Mauri, du musst Englisch labern, 3 Minuten. Ich habe das nicht gesehen. Okay. Ah. Thanks, Staufi. Hey, Staufi, how are you? I hope you have a nice weekend. Should we go? Say your name, please. Are you a ghost? Jetzt rapscht die Tür an. Ah, es hat funktioniert mit dem Teil. Nice. Cool. So the ghost is in this area. Haben wir gefriert? No, no, no freezing temperatures, because I have a thermometer. Bist du sicher? Yeah. We have four... Nee, oh, hier ist minus 4. I'm sorry. I'm sorry. We have frozen temperatures. Minus 4. Is it me you're looking for? Haben wir noch was außer gefriert? Should we go? Sollen wir gehen? Oh. We have Geister speak things. Das nennt sich Spirit Box. Spirit Box, yeah. Und writing. And writing. Ah, nice, 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 nice. Also, er hat gerade gewrit. Oh, it's Moroi. Is it me? Hello, Staufi again. Okay, I think I've missed many messages. Hab gehört, ihr zeigt uns heute einen richtigen Hasen. There is a real Hase. Oh, wollen wir Russisch Roulette spielen? To be honest, this rabbit is a little bit chubby. Hello. Wir spielen das Russisch Roulette. Was? Is it me you're looking for? So, hallo Staufi again. Kann man auch ein Ghost-Foto noch machen? Ja, 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 Foto from the Ghost, ja.
Ja, ja, I have a photo camera. Amori, kriegst Karten. Nice. Ich will mal Poker. Nice. Wir machen das im Wohnzimmer. Okay, in the living room. Der ist hier. Ich will anfangen. What are you doing now? Ich schreibe nochmal ins Buch gerade. Also. Kaninchen. Ich lass mich nicht opfern hier. Nein, wir opfern nicht. Nein. Was macht ihr wieder für Kartentricks hier oder so? Wir machen das sogar super romantisch, okay? Oh. Super romantisch. Morgen nehmen wir mal die Karten in die Hand. Ich sehe schon, der hier wird gleich krepiert. Where are the cards? So. I don't see the cards anymore. Ja, the High Priest Fool. Alexa, stopp. So, ich darf wieder Deutsch reden. Sehr gut. Besser für alle. Was hast du da hingelegt? Ach, hier, Räucherdings. Okay. Oh. My Sanity ist weg. Und ich mache jetzt ein Foto vom Geist, ja, oder was? Ja? Mori. Was soll ich machen? Karten spielen. Karten spielen. Karten im Garten. Warte mal. Da. Genau. The Fool war's. Ist das cool? Und wieder hinlegen? Oh, Hangman Fool. Glückskraft. Kaninchen. Was war das? Bei Melancholia würde ich aufpassen, die Opfer dich ohne vorher zu fragen, schreibt Sona. Ja, ich weiß ja auch, was die Karten tun. Ich bin ja nicht blöd. Ist das hier so wie... Zieht man nochmal mit rechts, oder was? Ja, mit rechtsklick. Ist das so wie russische Roulette jetzt, oder was? Oh, oh. Hat er ein Fotoapparat? Ah, ja, für Fotoapparat. Ich hab Räucherstäbchen. Ah. Im Räucherschampen. Moment. Ich seh... Nee, hau mal ab! Geh weg! Hau ab! Geh, hau ab! Nee, ah! Was war das denn? Ich wollte ein Foto machen. Ich weiß, habe ich jetzt ein Foto gemacht? Ey, wenn ich jetzt umsonst gestorben bin. Oh, ich bin Gott sei Dank nicht umsonst gestorben. Nee, Moment mal. Hä? Habe ich jetzt ein Foto vom Geist gemacht oder nicht? Ey, wenn ich jetzt umsonst gestorben... Ich raste aus. Alter, was ist das denn? Wo sind die? Huch. Ah, er kommt. Hi. Na, du? Wie geht's dir? Ich war mal Mutt bei dir. Bist du auch tot, Plembo? Ich höre Plembo. Achso, ich höre die alle, aber die hören mich nicht, ne? So, bin du... Was ist jetzt dran? Ziehen. Wieso zieht denn ihr Karten, damit einer nach dem anderen drauf geht? Was ist mit euch? Hä? Was geht hier ab? Was macht ihr denn hier? Gibt das Bonuspunkte oder was? Wir haben alle Ziele und wir haben den Geist und ich liege da tot. Können wir bitte fahren? Highest Priest of Fool. Du hast die letzte. Ja, lost. Oh, nice. Ja, steckt nur dein Hintern genau in mein Gesicht. Aua. Ja. Okay. Ach, ey, ich sag dir. Ja, lauf doch über meine Leiche. Nein, ist cool. Ja, ja, jetzt können wir fahren, ne? Genau. Ich hab, glaube ich, noch nicht alles drin. Was hat mir noch Buch, ne? Buch, Gefrier und das ist eine Truppe hier. Lässt sich einfach tot da liegen. Ding Bong! Es sind so viele unnötige Bilder drin, Mori. Was ist los? Ja, ich muss den Geist fotografieren beim Lupen. So, alle Moroi. Ja, ja.
So. Welcome back. I've got the shields ready for you. Ja, gut. Also, Mori. Ja, Frage. Ich habe Fragen. Gewöhnlich, wenn man. Du musst die verstecken. Ja, aber ich wollte ja Fotos von dem machen. Das war doch hier die Aufgabe, oder nicht? Ja, schon, aber. Siehst du? Und dann irgendwie. Und dann wollte ich noch abhauen, aber leider. Reh fragt, ob wir nächste Runde einen Solo-Low-Budget-Speedrun machen sollen. Begeisterung. Ich merke, okay. Ist egal. Den müsstest du machen, oder Solo? Ich mach einfach mit. Nee, Solo, wir machen alle. Also, Gottes Willen, aber dann. Wir machen das also später, Reh. Weil ich bin da noch zu blöd zu. Ich wüsste gar nicht, was ich da tun soll. Lass mal nochmal normal machen, bitte. Das muss der Reh dann einmal erklären. Genau. Genau. Helf mir mal kurz den Praktikanten hier. Was war das jetzt mit dem Kartenspiel? Was bringt das? Ja, das ist einfach, da kannst du ein Ghostable triggern oder kannst halt Sachen gewinnen oder verlieren, mehr oder weniger. Ach so. Das heißt, ich bin gestorben. Ja, wir hätten zum Beispiel, es gibt da Karten, die High Priest Karten, da hätten wir die wiederbeleben können zum Beispiel. Ah, okay. Und dann gibt's zum Beispiel auch die Hanged Man, die was du als Full Karte gehabt hast, die bringt dir einfach instant um. Nice. Also bin ich ja quasi für die Ehre gestorben. Ist ja gut. Genau. Ja, geil. Okay. Machen wir bereit. Machen wir. Bin bereit, wenn Kaninchen bereit ist. Huch. Ey, Reh, trigger mal den Befehl Dr. Stefan Frank. Aber den hast du gerade schon gesehen. Ne? So. Aber das hat gerade gut geklappt. Ich mache einfach das gleiche nochmal. So, was haben wir denn heute? Einzelperson. Ja, okay. Verwende das. Verwende das Kruzifix, um das Werk zu hindern. Oh, den Geist. Neu bei RTL. Oh, EMF Dr. haben wir schon. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, am 2. März bei RTL. Das ist geil, oder? Hallo Miki, ein wunderschön. Ne, wir testen diese Sound-Einspielgeschichten. Deswegen habe ich das mal eingebaut zum Test. Huch. Das ist aber MF2 ist das. Hab ich. Das reicht ja nicht. Sollen wir gehen? Wie heißt du? Wir können schon immer zwei Fotos machen, ne? Einmal für Interact. Achso, das ist eine Einzelperson. Ich weiß ja gar nicht, ob der. Gib uns ein Zeichen. Sollen wir gehen? Wie heißt du? In der Garage. Bist du schwanger? Ich hab die Fragen vergessen. Wir gehen mal weiter. Ich höre hier irgendjemand schreiben. Ascha Mori, hast du ein neues Spielzeug? Was hast du da Schönes? Oh. Gute Puppe. Oh, geil. Oh, damit kann ich Mori opfern. Let's go. Meins. Wieso gehst du mich jetzt opfern? Was ist hier los? Das ist aber nicht schnuffig. War ich jemals schnuffig? Das stimmt. Hast du mich erwischt. Und Miki, alles gut auch bei dir? Also Sona würde jetzt sagen, ich bin immer schnuffig. Ja, ja. Nee, Queenie ist immer schnuffig. Und Sona ist überhaupt immer schnuffig. Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Wie heißt du? MM Writing übrigens. MM Writing? Okay. Oh. Beweise. Geisterbuch. Gut. Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Wahrscheinlich am Mailin, ha? Da ist noch ein Foto, da ist ein Abdruck. Ah, ist jetzt weg. Also, falls einzelne Personen. Wir haben Minus. Wir haben Minustemperaturen. Demon? Okay. Was haben wir noch? Wir haben Minus und Buch, ne? Und Fingerabdrücke. Ah.
LOL. Ey Leute, ich raff jetzt erst, dass das ein Beweis ist. Ich habe immer gedacht, Fingerabdrücke wäre so ein Ding, hier irgendwie ein Foto machen für Punkte. Ups. Wieso geht denn das mit euch so schnell? Wir sind einfach gut. Nur Glor, wenn es geht, wann geht es mir denn mal schlecht? Ich kann mal ein Fotoapparat holen, komm. Ja, brauchen wir nicht mehr weg. Fotoapparat ist aber schon unterwegs hier. Das ist schön, dass es sehr gut geht. Wir gehen, ne, Maya? Das ist süß. Mach's gut. Maya liegt hier und pennt. Wir streichen jetzt die Puppe. Ah. Was machen wir mit der Puppe? Ich. Streichen. Mein Bewährungshelfer sagt, ich soll mich fern von Puppen halten. wieso verstecken sich hier alle? Geht's noch? Ja, am. Nee. Ja! Das! So schnell krieg ich der Tor nicht zu! Ich sterbe immer mit diesen komischen Aktionen, die machen immer irgendwelche Aktionen, da geh ich drauf! Das ja wohl! Oh no! Ich hab die Puppe gedrückt! Das ja! Ja, ich weiß das. Das gibt Nachbesprechung gleich. Das gibt Meeting. Er hasst mich. Demon, warte mal. Kruzifix. Das gibt gleich Meeting, Leute. Das ist irgendwelche Aktionen machen. Ja, die. Achso. Können wir machen. Warte mal, genau. Ich rächt mich jetzt hier. Lacunia, nicht richtig. Eins liegt schon drin. Ich weiß nicht, wo das andere ist. Was ist mit Lacunia da? Mit oh. Schmeiß hey, dich jetzt. Hey, lass den Hasen hier drin. Ich hab damit nichts zu tun. Okay. Chefin hat gesprochen. So, guck mal, jetzt sitzt er da sogar süß. Aber Melakunia werfe ich ab, da zeige ich dir. Wo ist sie? Einmal drücken kann ich noch. Schmeiß Melakunia so lange, bis sie deinstalliert. Aber ich mag Männer, die Nerven haben. Danke für die 100 Bits. Dankeschön. Muss sie die hier alle in den Rucksack packen? Bitte dann einmal in die Gehaltserhöhung. Hier die Gehaltserhöhung. Geil. Dankeschön für die Witz. So, hier liegt die Puppe des Todes. Machen die das nochmal? Oh, Melancholia, ich schwör. Guck mal, warte mal. Macht die. Was macht sie jetzt? Hallo, hallo. Wie funktioniert das? Was denn? Das Ding. Puppe ist durch. Rechtsklick. Ach, sie ist durch. Nicht mehr? Nee, schade. Ist durch die Puppe. Bin ja schon tot! Auf dem Demon ist ja ganz schön langweilig. Ja! Sagt er mit Puls. Ich habe mich auch gelangweilt, habe ich mich, als ich da. Als mir die Temperatur aus dem Körper glitt. Hä? Was? Was ist das denn? Was soll ich hier Spinnweben? Hä? Was ist. Hä? Ich habe einen grünen Gummibär. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer. Die verputzen ganze Häuser. Oh, oh ha, ha, ha. Sona ist wieder da, sehr schön. Gefällt mir. Ich habe einen grünen Gummibär. Grün. Ich mag am allerliebsten die roten. Ne? Mhm. Ja, ja. Was ich aber gar nicht mag, sind diese Saftgummibären. Ja, die gehen gar nicht. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat. Aber ich brauche die echten Gummibären, nee, die originalen. Verstehst du? Da fresse ich mich fett dran. Aber rot, grün, gelb ist so lala. Was gibt's noch für eine Farbe? Rot, grün, gelb, da gibt's noch irgendwas. Blau gibt's nicht, meine ich. So, ich ihr geht. Durch und eins ist angefressen. Alles schön drauf. Hier, guck mal, hier liegt ein toter Mori. Na gut, gleich losgehen. Das ist schön, Mori. Hm. Das Gepiepe nervt, lass mal hier raus. Und. Hallo! Hallo, Livy! Ja. Das ist das Scheißkind im Wohnzimmer. Oder die hieß doch so, ne? Ja, Livy Barber. Das war nur ein Event, die hat gar nicht gehandelt.
Party. Wieso sind hier überall Spinnweben? Was machen die denn da jetzt noch? Was müssen wir machen? Entkommen den Geist während einer Jagd. Achso, okay. Was ist los mit dem Geist? Ja, das ist eine Einzelperson. Ich glaube, die jagt euch nicht, wenn er hier in Gruppen rumrennt. Aber ich kann euch leider diesen brandheißen Tipp nicht geben, weil... Schreck, ich hab Angst. Hilfe. Was? Oh, doch, jetzt passiert irgendwas. Das machst du, oder? Kann ich machen. Wo gehen wir hin? In die Garage, wo wir einfach gehen. Was habt ihr beiden in der Garage vor? Wenn er dann überhaupt herfindet, der Honk. Ja, jetzt kommt er. That's much. Oh. Hier ist jetzt nicht drauf gegangen, oder? Let's go. Das gibt's ja nicht. Ach, das kann ich nicht mehr. Wir sind alle E-Sport ready hier und ich gehe mal wieder drauf für nix. Boah, das gibt Besprechung. Einmal Dämon. Genau, einmal Demon und dann ab die Post. Melan Kunja! Wie bin ich gerade gestorben, Melan Kunja? Wie war das? Wie, was? Effektiv gekillt. Die hat mich doch effektiv gekillt, so, oder? Unfall. Also ich hatte irgendwie so auf einmal rennt der Geist los, weil du irgend so eine Voodoo-Puppe gequetscht hast. Mori, das war so. Geist so? Ja, okay. Ja. Ja, Unfall. Genau. Unfall. Na dann. Ja. Dann hier Revanche. Warte, ich kann nicht greifen. Ja. Und du hast schon wieder oben rum eingetatscht. Wie mach ich denn das immer so ein Dreck? Ich versteh's nicht. Wenn du so schnell, den Stein in der Hand hast und dann machst du hier so... Wenn ich extra sogar noch... Egal, anyway. Na gut. Aber wie geht's der Kaninchen? Magen wieder ein bisschen besser? Ja, geht schon. Jo. Wie funktioniert dieses Low-Budget-Speedrun? War der Käse denn von HelloFresh oder hast du den selber gehabt? Nee, das war von HelloFresh, aber kam halt kaputt an. Ah, oh, okay, ich verstehe. Jo. Da. Hallo, Reh, bitte komm. Oder wir... Ja, wahrscheinlich nur die normalen Taschenlampen wahrscheinlich, oder? Und nur die Standardausrüstung oder so. Ja, aber ist ja übertrieben hart, oder? Guck mal, ich bin schon zweimal umsonst gestorben. Was soll ich denn da jetzt... Das hatte aber auch seine Gründe. Naja, also beim zweiten Mal war ich so bedingt schuldfähig. Mit kaum bis gar keine Geräte, schreibt Dreh. Ja gut, dann... Wir können ja alle mal mit Taschenlampen losgehen. Okay. Muss ich ja daily machen mit Standard-Items. Gut, welche Karte nehmen wir? Ihr sucht aus. Warte, dann nehme ich aber wenigstens noch 3 normale Taschenlampen mit. Der Taschenlampe braucht. Ist das gestattet, Dreh? Der Taschenlampe? Also keine starke Taschenlampe, sondern die normale Taschenlampe. Die brauchen wir schon, sonst sehen wir ja gar nichts, das wäre ja übel. Mit kaum bis keine Geräte. Brauchen wir noch irgendwas? Nein, komm, das reicht. Jolo. Ja. Ich bin im Willow Street. Geht schnell. Ich hab Angst. Ich will nicht wieder sterben. Das waren die letzten Worte. Guten Tag. Hallo. Melan Kunja Sanity jetzt schon auf 98%. Fragt euch mal warum. Das sieht ja traurig aus hier. Huch, das ist eine UV-Lampe.
Alles klar, Reh. Jetzt sind wir... Box liegt auf dem Boden. Was hab ich mitgebracht? Alles klar, was haben wir hier? Einzelperson Ruth Jones. Reinige den Bereich in der Nähe der Räucherstäbchen, schieße ein Foto, während den Geisterin einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Das können wir alles knicken. Das ist aber egal. Hauptsache, wir wissen, was der für einer ist. So, also jetzt gehen wir rein. Geisterjäger bei Wisch bestellt im Auftrag von Reh. Los geht's. Welcome. Das ist so nett. Hier ist es runtergefallen, ne? Bist du hier? Ja, schon piepen. Haben wir die Puppe, oder? Nein. Dann haben wir es noch mal so. Wo bist du? Hat der hinter mir irgendwas geschmissen? Kann das sein? Ja, der hat hier ja, so ein Tuch auf den Boden geschmissen. Ist bestimmt Poltergeist. Wo bist du? Pass auf, ich wähle das schon mal aus. Weil ich ein Macher bin. Wie alt bist du? Ich glaube, ihr habt gerade einen E-Mail-Sound gehört. Spricht ihr aber mit mehreren oder ist der... Das ist eine Einzelperson. Ah, okay. Dann bist du da. Die Roof. Ich hab... Kennt ihr den Song The Roof is on Fire? Ah, okay. Entschuldigung. Ich fand den gut. Ich fand den gut. So. Ich habe einen Stromkasten gefunden. Cool. Ich habe Strom angemacht. Pentagramm auf dem Boden. Wie alt bist du? Pentagramm, wo? Hier. Oh jo, dreimal drauf vorbeigerannt. Haben wir denn überhaupt Feuerzeuge? Ich glaube, nein. Naja. Also weiß ich nicht. Wo bist du? Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Wie ist dein Name? Stören wir? Gib uns ein Zeichen. Abonnier meinen Kanal wenigstens. Der mag mich nicht. Mehr Sachen. Das war schwierig. Huch! Das wollte ich nicht. Wie mache ich das? Warte mal. Ah, so. Wisst ihr, ich war gar nicht dran. Ja, Schamuri zeigt jetzt mal was. Oh oh, jetzt hau raus. Sterbe ich wieder? Sei ehrlich. Ich zeig dir, wie du überleben kannst. Wenn ein Stargeist spawnt vor dir, dann rennst du da ganz schnell um die Ecke rum. Ja. Da hinter den Stuhl. Ja. Okay, okay, okay. Dann überlebst du dann. Ja. Alles klar, alles klar, alles klar. Danke. Bitte. Jetzt. Ah, war nur Geist-Event. Kannst du bitte kommen. Gleich mal ausprobiert. Ja, aber der Spot ist super da hinten. Ja, okay. Außer... Du hast einen Diogen. Ja, nachher, ja. Haben wir schon Beweise irgendwas? Na. Ja. Also ich würde Geisterbox mal ausschließen. Dann haben wir ja zumindest schon mal, ein paar ausgeschlossen, wenn wir Geisterbox rausnehmen. Und EMF ja auch, ist ja auch nur nicht auf 5. Steht hier, ich mache jetzt Ausschlussverfahren. Gut. Er schmeißt schon einiges, ne? Ja, aber... Ist das 4 oder 5? Danke. EMF 5. Boah, ich hab mich jetzt erschrocken. EMF 5.
Machen wir nur Event. Das ist aber kein Poltergeist. Ja. Ja, doch kein Poltergeist, schade. Kein Poltergeist, ist okay. Dann Schade, das ist auch sicher mal nicht. Türe? Welche Türe war das? Hat Werten, Ding? UV-Licht? Ja! Yeah. Hey, ich hab Türe. Keins. Ich hab nichts mehr. Türe leuchten. Fingerprints. Kannst zwei Fotos machen, einmal Interaction und einmal Ding. Ich hab noch ein Foto. Achso, ja, stimmt. War da gerade was? Doch, da war ein Handabdruck, oder? Ja, ja, Fingerabdruck. Ja, achso, hier, ja, ne? Genau. War hier schon mal was? Der Handabdruck hat nicht gezählt. Oh. Ja, lost. Ja, das ist manchmal einfach dumm. Naja gut, war ja auch kein echter, ist ein Geist, ne? Entschuldigung, tut mir leid. Darf ich mal die Taschenlampe haben? Die Taschenlampe oder UV hier? UV ist hier. Ich wollte nur gucken, ob es vier oder fünf Finger sind. Guck mal, der hat drei Monitor, was hat denn der? Der hat aber so nur so... Possible. Vor allem Mila Kunia war's. Mila Kunia hat wirklich schöne Zähne. Ja. Also Mila Kunia down. Weiß jetzt auch nicht. Ja, was können wir denn noch machen? Versuch nochmal mit dieser Box einfach, komm. Wie alt bist du? Oh! Fuck. Oh, Junge! Ich war nur Event. Alles klar, ja, ich glaube auch. Ist es. Ja. Lebt Kaninchen noch, oder? Ja, ne? Scheinlich. Kaninchen, du bist auch. Ja, alles klar. Ja, ja. Hier ist ein Handabdruck. Haha. Ja, hab ich schon. Gib uns ein Zeichen. Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Geht noch bis 4. Also ich gehe jetzt erstmal hier raus. Alter, ich krieg ja Stress, ich muss raus hier. Oh nee! Rest in peace. Sag mal, wieso? Ich geh. Also. ich wollte raus und bin Kaninchen hinterher und dann hat er aber gehuntet. Ja, da war nichts zu holen. Was würde das denn bedeuten, wenn da sechs Finger wären? Ich hab's so spät gesehen, sorry. Dass es ein Obake ist. Obake ist der alte Geist, der sechs Finger abdrückt. Also sechs Finger hat dann auch. Hatten wir gar nicht mit, oder? Okay. Oder war lag ein Buch drin? Na, liegt schon eins. Ja, ich brauche einen Death-Counter, allerdings. Nichts, ne? Ja, aber jetzt bist du jetzt nie was. Boah, ich wirklich. Warte mal, da hinten ist ja auch Heilings. Komm, solange wir tot sind, Alter. Aber Gefriertemperatur hat man auch nicht, ne? Ein Ende kann ein Anfang sein. Auch für dich. Neu bei RTL, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Es beginnt die Wirklichkeit, wenn die Träume enden. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Schon mal alleine? Bei RTL. Ah, okay. Ich würde gerade sagen, ich bin allein.
Schauen wir nochmal. Ich dachte, das ist der Writing da. Jetzt habe ich Panik bekommen, hier kann ja gar nichts mehr passieren. Es ist Pimpf! Der Geist ist original 1,20 groß. Nicht mal, der ist kein Meter. Der ist 3 Decker hoch. Maximal 3 Decker. Ist das ein Beweis? Weiß man damit? Kann man an der Größe des Geistes irgendwie drauf schießen? Nee, ne? Nein. Schade. Ja, knappes Ding, ha? Hallo? Alter, und jetzt bist du voll in der Falle, scheiße. Kann man den ablenken? Nein, nein. Oh, jetzt hast du Glück. Raus. Wähle das Leben, Kaninchen. Wähle das Leben. Die Hand ja doch. Sie muss sich verstecken. Das ist doch gut, so sieht man ihn nicht. Ist ja quasi Kamin, Kaninchen, unterscheidet man nicht. Da hinten in der Ecke über Safe Spot, gell? Was denn hier? Kannst du dich nicht hier verstecken? Hier so? Ja, so? Wie? Ja, eigentlich schon. Ah, okay. Sie wählt den Ausgang. Holy Alter, leck mich am Arsch. Da hinten, gerade da hinten in der Ecke wäre Heilingsplatz. Ja. Ich lauf lieber weg. Also, wenn fühl ich kann. Fühl ich absolut. Ich bin auch am Rennen, aber es bringt halt irgendwie bei mir immer nichts. Also, was wissen wir? Der Geist ist 3 Decker hoch. Ich sag, ist ein Obake. Obake, oder? Uiuiuiui. Ich fühle ganz hart den Obake. Nee, er hat keine 6 ja, Finger. Nee, stimmt, dann ist es ein Djinn. Bei denen einloggen, wir fahren. Meiling, Morin, du hast was anderes eingegeben. Boah, knapp! Danke! Oh, ey, gut! Alter, geil! Alter, in der letzten Sekunde. Woher wusstet ihr, dass das My Ling ist? Weil Ghostwriting ist immer ein bisschen zickig und die My Ling hört man, glaube ich, erst wenn die Taschenlampe flackert an die Footsteps. Sag mal, woher weiß man sowas? Gibt es da ein Wiki zu oder was? Naja, das weiß man irgendwann. Achso. Alter, Kaninchen, ich hab so mit dir mitgefühlt, ehrlich, ohne Witz. Alter, ich hab mir fast in die Hose gemacht. ich war voll dabei, ehrlich. Wie du rennst. Oh. Ja. Ja, Reh. Wir haben's hinbekommen. Machen wir noch eine Runde, sollen wir mal so eine andere Map, aber nicht so, so. Gibt es eigentlich irgendwie so eine mittelgroße Map? Ich sag mal. Jetzt nicht unbedingt Prison oder so, aber. Highschool ist mittelgroß. Highschool, cool. Highschool ist ranzig. Ranzig. Ist auch richtig. Wir könnten das Farmhaus machen, das ist ein bisschen größer. Das 3 Stück kriege. Ja, lass machen. Das Bleedstale Farmhaus, ne? Vielleicht ein bisschen größer. Boah. Ja, das ist Reh und das, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ohne mich wäre das gar nichts geworden hier. Ich hatte eine UV-Lampe, habe ich getragen. Daher habe ich die ganz weit nach vorne gebracht. Weil ich den Milakun ja dann übergeben konnte, kurz bevor sie starb. Schön. Oh ja, das sieht schon wieder besser aus. Ich habe EMF, Temperatur und hier so eine fette, geile Lampe. Und ich habe vergessen, hier Dingens. Kamera hier. So, jetzt rein hier. Ach genau, das war das mit dem Dachboden, ich erinnere mich. Ja, genau. Dam 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 dam. Hallo. Ein Spiegel. Was ist denn das überhaupt? Megan Bailey reagiert auf alle. Kruzifix. Da Ding unten klein neben der Tür links ist Knochen, bitte einmal fotografieren, weil Fotoapparat hat. Leider negativ. Unten ist ein Knochen, also wer Fotoapparat hat. Ja, mache ich gleich. Da 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 da. André, hast du meine Ankündigung gelesen?
Mittwochs ist Kochen, muss ich jetzt erstmal auf Eis legen. Das wird ein bisschen krass, aber ich hoffe, dass ich das irgendwann noch erstes Quartal wieder auf zweimal kochen die Woche kriege. Aber im Moment, alter Vater. Und wenn ich da genervt bin und so, das ist doof. Das soll ja geil sein. Spaß machen. Irgendwie im Dachboden ist nie irgendwas. Ich habe noch nie irgendwie im Dachboden Geist gehabt. Ich glaube, mein Dachbodengeist ist richtig behindert. Ah. Dachbodengeist ist der schlimmste Geist, den es gibt. Ja, Rief, Mittwoch ist dann Gaming statt Kochen, so fest, aber wie gesagt nur zeitweise. Arbeit geht vor. Ja, du Kasper da oben, du. Lach die, Alter. Das ist eine Sau. Ja, und ich habe mir fast die Nase gebrochen. War nur eine Verschönerung. Oh. Shots fired. Verfluchte Objekt gefunden. Negativ. Das EMF ist ja auch irgendwie langweilig. Passiert doch nichts, ne? Ach, hier gibt's doch noch ein Erdgeschoss. Ich renne ja immer hier rum. Warte mal. Summoner Circle ist es auch nicht auf dem Dachboden. Ja, Karten sind sie auch nicht. Ich hätte eigentlich nur Puppe, aber da wo die Puppe normalerweise liegt, ist sie nicht. Ja, Musicbox haben wir noch, ne? Wahrscheinlich die Musicbox, wahrscheinlich das oben, glaube ich, oder? Ne, die ist unten. War die unten? Stimmt. Ach, aber dafür, Reh, Alter. Kommenden Samstag kann ich dir jetzt schon mal leaken. Mache ich mit Kaninchen, mache ich Rouladen. Das volle Programm, Alter. Das wird ein Albtraum. Aber super lecker und geil und lustig. Was sollen wir machen? Das wird absoluter Hardcore-Albtraum für mich, aber ich habe da richtig Bock drauf. Darf ich? Bist du? Was habt ihr entdeckt? Eine Musicbox. Geil! Mach Musik an hier. Was hört denn der so, der Gast? Ja, mach mal an. Ich will Musik anmachen. Mach mal Musik an. Schau, Mori, ja. Schau. Du musst noch ab dahinter und die da hinten verstecken. Ja, einverstanden, alles klar. Ja, nicht nur hinstellen, wir müssen einen suchen. Oh. Da da dam da da. Oh. Stop. So gehen wir hoch. Ich vorhin. Ich stehe immer drauf hin, gehe. Was ist denn das? Durch den Stream, also durch den Stream machen wir das. Also da habe ich, da ist er, glaube ich, kein Feind. Ich habe ihn schon fotografiert, der ist oben im Waschraum. Vielleicht irgendwann mal zusammen mal gucken, aber ja. Ja, Queenie, immer sterbe ich als Erster, die nehme ich hier gar nicht für voll, Alter. Ja, hoffentlich. Wieso? Was war das denn für. Warum rennt der mit seiner Musikbox rum und ich gehe drauf? Oh, Alter, hey, locker, ich habe nichts gesagt. Spannend. Ja, ist doch gut! Mann, du! Na, wen gehst du essen? Ich bin tot. Aber Mori, ja, er will süßes Zwergkaninchen futtern. Die Melakudio opfert dich immer, habe ich das Gefühl. Ja, Reh, ganz genau! Reh hat das messerscharf analysiert. Ich war nicht geopfert. Doch. Kaninchen ist jetzt auch draufgegangen, ne? Ja, ich höre dich, nur leider sehr gedämmt. Ah ja, okay, alles klar. Ich muss mal gleich kurz rausgehen. Wo ist denn das Kaninchen? Ich glaube unten, ne? Glaube. War sie nicht das Kaninchen? Hä? Irgendwo habe ich das schon gesehen. Wo war denn das? Da
Ist das so eine Sache der Ehre, dass man das Kaninchen immer rausrettet? Natürlich, ich will immer das Kaninchen retten. Ah ja, okay. Ich wollte ein Geisterfoto und das habe ich. Weil Moritz mit mir mitgelaufen. Ach, Pepe. Man opfert gar nicht. Also eigentlich ist Ziel, dass alle durchkommen. Aber es gibt manchmal Ziele, da musst du so eine Jagd triggern. Das ist halt super risky, weil da immer einer draufgehen kann. Und das bin meistens ich, weil ich immer wie so ein verschrecktes Huhn rumrenne und mich neben der Waschmaschine verstecke und so tue, als wäre ich ein Waschtrockner. Aber leider ist der Geist nicht ganz so dumm. Deswegen kriegt er mich immer. Gut, dass wir noch keinen einzigen Beweis haben. Ja. Ey, mein Kaninchen, ich glaube, wir gehen umsonst drauf, du. Ich bin das erste Mal gestorben, also bei mir ist alles gut. Du bist, ja jetzt schon, bist du eigentlich eine Runde, doch eine Runde bist du schon weitergekommen, ne? Also ohne zu sterben, oder? Eine, ja. Ich glaube, die zweite oder so, ja. Aber mein Chat ist der Überzeugung, dass sich Mila Kunja andauernd opfert. Wer weiß, wer weiß. Tja. Ich glaube, die genießt das, glaube ich. Kannst ja aber eine Umfrage machen, wer das alles glaubt. Ja, stimmt. Das ist was Persönliches, schreibt so. Naja, ganz genau. Ja. Ich habe gerade aber schon mal geleakt, dass wir am Samstag Rouladen machen. Hast ja. Hast du das schon verraten, ja? Ja, hier dem Reh. Mein Lieblingsbuddy hier. Mein Lieblingsbuddy. Der ist auch immer gefühlt überall, den lese ich mittlerweile überall in den Chats. Ja, Reh ist einfach eine. Ich glaube, manchmal glaube ich, da hängt eine ganze Familie hinter. So präsent ist er. Der ist absolut cool, der Typ. Das ist der Hammer. Ja, genau, uncool. Ich würde dich aber mal kurz verlassen, weil ich gehe mal für kleine Mädchen. Mach das, viel Erfolg. Ich hoffe, ihr fahrt nicht ohne mich. Ich versuch's. Aber siehst du, Reh, Alter, das ist nicht zu fassen. Nirgendwo, wo du irgendwie, wo da überall bist du einfach nur super gern gesehen und alles. Das ist der Hammer, echt. So eine Reputation wie du hätte ich gerne mal im Berufsleben. Haha, Alter. Mir hauen die meisten die Tür vor der Nase zu, aber zu Recht. Nein, Spaß. Niam, 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 niam. Aber ich freue mich auf... Oh, jetzt wäre ich wieder rausgelaufen. Keine Early Hunt, oder? Was für ein Early Hunt? Du Boy, Alter. Das Tier ist in mir gerade gespawnt mit dem Geister-Event. Okay. Hab ihn nicht geopfert, sind alle weggelaufen, nur hinter der Tür ist nie gut. Ja, weißt du, Melakunia? Ja? Ach, hier sind Minusgrade. Ach, Minusgrade. Es gibt Computer, also Computerspiele, irgendwie, also nur Boomer sagen Computerspiele, oder? Ist egal. Es gibt Spiele, da bin ich gar nicht so schlecht drin, sag ich dir ganz ehrlich. Ganz offen. Aber in diesem Spiel, ich weiß nicht warum, bin ich seit jeher der Busfahrer dahinterherrennen, wie so ein Praktikant. Ich finde keinen Zugang zu dem Game. Das ist für mich alles immer... Die wissen immer alle Sachen so, ja, wenn der hustet, bevor dreimal die Taschenlampe bellt, dann ist das ein Moroi, weißt du? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier? Sexy. Ja. Ah, der hört sich aber... Aber ich würde dir ein bisschen Pilates empfehlen oder so. Alter, hast dir fast den Kopf gestoßen, du. Und jetzt? Was machst du jetzt? Gehst du einkaufen? Tüte Milch? Bisschen mal noch zur Apotheke? Was gegen die Gicht holen oder so? Mittel gegen Blutdruck? Oh, dreht um. Guckst du mal im Kühlschrank, was du da hast, ne? Ah, gestern die Treppe hoch, regnet. Ja, okay. Wir haben Drops. Ach, da kann man. Was haben wir, Drops? Außer es ist ein Mimic, da müssen wir es gucken. Ja, das kann sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich da eben... Als ob die eine Fremdsprache reden. Ich habe keine Ahnung. Was? Das kann... Wir können das ja machen, Team.
Ebene, glaube ich, von der Spawn des Cops Event. Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Der fühlt's richtig, ne? Are you here? Are you close? Where are you? Ops kenne ich aus Herr der Ringe. Ops, du kennst doch. Ach, Ops, jetzt habe ich's gerafft. Entschuldigung. Ich habe Drops verstanden. Drops. Ja, ich denke, was für Drops, Alter? Habe ich jetzt irgendwie ein Freiabo oder was? Er ist erstmal Drops, der Geil. So ehrlich. Ja. Hatten wir was anderes außer Orbs, weil ich ja ein bisschen weg war? Wir haben Gefriertemperaturen. Ah, Gefrier haben wir ja, auch. Ja, ich habe aufgefunden. Finde ich mega. Cool. Ich muss sagen, wie viele nette und tolle Streamer und Zuschauer durch einen kennenlernen durfte. Warte nochmal. Ich muss sagen, wie viele nette und tolle Streamer und Zuschauer durch euch kennenlernen durfte. Finde ich mega. Ja, ich weiß gar nicht, Kaninchen, wie wir an dich geraten sind, aber mega. Auf einmal warst du da. Oder wir waren da. Ich war shaded irgendwie bestimmt. Ich weiß zwar nicht, wie ich zu shaded gekommen bin, aber irgendwie. Ah jo, stimmt. Ja, genau. Ja. Über Faye, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du Faye kennst. Faye, nee, ja. Faye ist nämlich auch ein Kochstreamer und dadurch bin ich irgendwie zu Shade, glaube ich, gekommen. Aha. Von Shade, glaube ich, zu euch oder ihr zu mir. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so, ne? Ja, auf einmal waren wir da. Huch. Was war das? Die fahren weg, die hauen ab! Die hauen ab? Hä? Nee, das ist der Ventilator ist angegangen. Ich habe gedacht, ein Motor. Hör mal auf hier. Ich dachte so, hä, die haben keinen Geist gesagt. Oh Gott, ey. Ja. Nee, aber das stimmt. Irgendwie die Bubble, irgendwie, keine Ahnung, die haben wir auch vorher nie. Also wir haben ja auch schon ein Jahr waren wir irgendwie zugange. Aber das haben wir irgendwie nie mitgekriegt mit euch. Oh, es geht los. Oh, sie läuft los. Die rennen immer zum Dachboden, ich weiß nicht warum. Ja, die haben, glaube ich, die wissen genau, wo sie sich verstecken müssen, wo der nicht so hinkommt, wahrscheinlich. Ah, okay, ja. Das sind die Überpros, Alter, das ist der Hammer. Ich wollte gerade sagen, der Überpro. Ja. Das weiß keiner. Das ist dasselbe wie ich damals bei CS mit Short und so weiter, wo jeder wusste, was gemeint ist. Dir fehlen halt noch so 400 Stunden Erfahrung in dem Spiel, ja, ganz genau. Das stimmt. Ey, mach mal einen Gusch zu, du bist voll laut, ey. Du Nervtante. Also ich würde ja manchmal gerne mit dem Geist reden. Da würde ich mal fragen, was die Nummer ihr jetzt gebracht hat. Ja. Ob sie sich jetzt cool fühlt oder... Cool. Weiß nicht. Weil vielleicht wollte sie auch uns einfach einen Kaffee anbieten. Weißt du, kannst du aber einfach nicht transportieren. Ja. Wie redet sie mit mir, fragt Happy Fries. Doch nicht mit dir. Bist du der Geist, Happy? Komm, sag aus. Ah, und hier seid ihr erfolgreich, ihr beiden. Wie läuft's? Achso, ihr hört mich ja nicht, die Pfosten. Warte mal, der hat doch das Parabolmikrofon. Wenn die doch damit Geister hören, hören die mich auch. Hallo? Oder nicht? Das ist ja unlogisch sonst. Ich glaube nicht. Schade. Das wäre jetzt cool. Die hören uns nicht. Aber wie sie hier beide stehen gerade. Die haben irgendwas geplant hier. Und los geht's. Ja. Hallo, mein Name ist Ahmed. Verstecken wir uns. Machst du Foto, tue ich Facebook. Sie kommt! Ah! Du hast das gesehen, wie sie die. Wie sie die gedutscht hat! Aber. Mini, guck, ich habe einen grünen Gummibär. Ja, ich sehe gerade. Du hast einen grünen Gummibär. Was habe ich eigentlich? Warum hast du einen. Ach, du hast gecheert! Die hat einfach gecheert! Jo! Hast du schon gecheert? Ich glaube nicht. Die Gummibärchen sind voll lecker. Warte mal. Wobei ich gerade schon erklären musste, dass ich Gelb nicht so geil finde. Aber ich mag Männer, die Nasen haben. Dankeschön, Kaninchen. Habe ich jetzt auch einen grünen Gummibär? Ich glaube ja. Ja, dann kann man eigentlich. Warte mal, Parabolending. Warte, ich will nochmal neues Smart. Dann machen wir zu zweit Parabolen. Willst du mit uns spielen? Ja, lass uns ein Spiel. Wie heißt sie? Warte mal. Megan! Megan, lass uns ein Spiel spielen. Megan, wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Huch.
Guck, sie will mit uns spielen, sie hat die Tür zugemacht. Die hat's wörtlich genommen. Bleib cool, Megan. Alles gut. Megan, wir können über alles reden. Oh, Megan ist sauer. Ist ja gerade kurz hast gesehen? Ist ja einmal gespawnt, ganz kurz. Ja. Eieieiei. Ein bisschen angepisst, die Gute. Ah, ich glaube auch. Warte mal, du bist schon auch 2 Monate Sub? Alter, wie die Zeit rennt, Alter. Kann sein. Ja. Ist jetzt gerade an der Pfote. Wahnsinn. Naja, im Dezember kannten wir. Jetzt haben wir. Ach, stimmt, Januar. Ja, also. Stimmt. Ja, doch, ja. Hallo. Ich glaube, wir kannten schon mit. November, ne? Ich meine auch, November sowas, ja. Mhm. Irgendwie so in dem Dreh. So kurz vor dieser Koch-Challenge, genau. Ja. Der Typ berührt war. Was macht ihr denn da? Ich weiß nicht, was hier irgendwas mit dem Parabol-Mikro. Wir machen hier E-Sport Hardcore-Shit hier irgendwie. Das Geile ist, es ist völlig egal, was sie machen. Ich würde draufgehen. Immer. Selbst wenn ich jetzt im LKW wäre. Halt, ja. Halt, was sie machen müssen. Ah, wirklich? Ja, das steht hier hinten. Die steht da hinten und die geht mal gucken. Ja, mach mal, guck mal. Weißt du, wo ich panisch wegrenne? Die steht da hinten. Wir haben es mit ihm schon erfüllt. Let's go. Aus. Ah, das war ein Ziel. Oh. Haben die gesagt, was es war? Die stellen sich echt dahinter. Okay. Wahnsinn. Aber was es war, habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Ist vorbei? Megan! Sie sind hier! Megan! Hier unter der Treppe, Megan! Komm mal her! Megan! Bist du ein Feini, Megan? Ein Feini! Oh. Abgehauen. Schade, das hat nicht geklappt. Ist das D2 oder was? Was? Kinder, ihr hört mich nicht, aber was war das? Ach, da war noch mal ein Dot, das ist so wunderschön. Ja! Es ist ein Juraj. Ein Juraj, dankeschön. Juraj, bitte einloggen. Dämon eingewählt. Juraj. Ich räuche dich aus. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Ihr drei Süßen. Woher wusstet ihr das denn jetzt schon wieder, dass das ein Juraj ist? Ja, Beweise. Was hattet ihr für Beweise? Orbs und Dots. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Dots hatte ich auch nicht mitbekommen, aber alles andere sonst. Wäre witzig, wenn die gestorben sind und dann als Handlanger für den Geist arbeiten können. Das wäre wirklich geil. Wenn man sich so rächen könnte. Ja, ich bin dabei, Melancholia. Nee, mit dem Geist kommunizieren fände ich viel geiler. Das stimmt, das ist wahr. Ich fang an. Okay. So, ich mache jetzt Gesundheit so, ne? Ganz vorsichtig habe ich gemacht, hast du gesehen? Scheiße. Boah! Du hast das dagegen geworfen. Warte. Nein! Verdammt, ich kann das nicht. Nee. Dieses Spiel hasst mich. So. Ah, das ist schön. Lass doch mal hier. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas Cooles. Aber kein Campwood. Was ist denn hier mit der Highschool? Das ist so ewig lang, ne, oder? Man kann ja auch Sunny Meadows spielen. Klingt. Ist auch geil, ja. Spielen wir Sunny. Restricted oder das normale? Normale. Das normale. Okay, nice. So. Das würde jetzt. Kenn ich mich überhaupt nicht aus. Wir müssen doch einkaufen, oder? Stimmt. Melancholia regelt, die hat Geld, Alter. Die hat mehr Bares, Alter. Die hat. Ich find's aber traurig, dass die Asylum rausgenommen haben und Shady Meadows draus gemacht haben. Ich auch. Ja. Jetzt einfach dazu getan, ganz ehrlich. Ja, also als komplett neue Map, so ein bisschen abgeändert oder so. Das
So, können starten. Kaninchen stand dahin so ganz für sich. Das gewaltige Irrenhaus. Ach du Scheiße, ich erinnere mich. Oh nein. Ach, das Ding. Naja. Das war das, was einfach so länglich ist, ewig, ne? Naja, das ist ewig lang. Boah, mit 5000 Zimmer, was ist das denn? Na, ist die 69, genau. 69 Zimmer? Ja. Ja. Wir suchen jetzt einen Geist in 69 Zimmern, alles klar. Ja, das kann ja nur klappen, Digga, das wird gut. Das wird... Scheiße, das Ding. Ja, das ist der Wahnsinn. Gut, auch noch zwei Etagen. Oh Gott. Oh Gott, Gott, Gott. Nehme ich noch mit? Ich finde das so ekelhaft, wie das da drinnen so halt, wenn du die Taschenlampe an- und ausklickst. Okay. Ich glaube, ich habe diese Karte nur ein einziges Mal bis jetzt gespielt, glaube ich. Ich auch. Ich meide sie eigentlich. Ich glaube, ich auch. Schauen wir gerne mal, ob wir was für Item haben. Halt so. Das ist so widerlich. Boah, ekelig. Geil. Rennen wir uns? Okay. Ich bin dazu wieder zu blöd. Nein, nicht rennen! Warte mal! Ey, oh, oh. Oh, warte, lass mich nicht alleine, kann ich nicht, wo bist du, da bist du. Ja, ich bin hier. Alles klar. Ich dachte, so. Nein, lass mich nicht alleine. Guck mal, wir haben einen Raum, das reicht doch, ne? Ja, ist gut, also, ja, also hier ist er vielleicht nicht, so, können wir sagen. Können wir sagen. Ja. Die beiden E-Sportler haben den Raum doch eh schon gefunden. Wo bist du? Ja, ist schon groß. Oh, guck mal, wir können runtergehen, komm. Ja, geil. Aber es ist echt, das Hallen ist echt ein bisschen eklig, ne? Boah, das ist, ich würde in der Realität, Alter, können mich jetzt schon die Feuerwehr holen. Guck mal, da kann man sich bestimmt verstecken nachher. Oh ja, oh ja, oh ja. Wenn ich es noch wiederfinde beim Weglaufen. Da war ein komisches Geräusch. Da. Oh. Ist schon die Tür zugegangen? Nein, ne? Keine Ahnung. Ja, bis früh, oder was? Der Hand hat. Oh. Okay. Ja. Auf der anderen Seite, bis der mal bei uns ist, vergeht auch eine halbe Stunde, ne? Je nachdem, wo er ist. Naja. Oh, da fühle ich mich wohl. Ja, Ouija-Board ist kaputt gegangen. Die Regierung hat mir mein Baby weggenommen. Ist der wirklich unterwegs? Lebt er noch? Ja. Der hantet doch immer noch. Oh. Der hantet ja echt scheiße. Ja, aber er kommt doch eh nicht hierher. Ja, hoffe ich. Die 74 für die 12 kommen. Ich höre irgendwo Türen. Hand vorbei. Was ist das für eine Tür? Kommt man da überhaupt raus? Aber der Säge ist gespellt, aber ich hab nicht ganz aufgepasst. Ach doch. Bei den letzten Buchstaben waren. Das war mal nichts. Ich glaube, diese Zwischentüren schließen sich jetzt auch immer ab, okay? Ja, toll. Ah! Was ist das denn? Ah! Romantisch. Es sieht nicht aus wie Blut, es sieht aus wie. Alter, hast du das jetzt gerade gehört? Was? Hier war am Stuhl so ein Schrei. Jetzt? Ja, ich schwör, ohne Witz. Ich hab's leider nicht gehört, schade. Boah, ey, ich ohne Witz. Ketchup-Blut hier beschäftigt. Ich hab so Panik, mir hat's die Brust zusammengedrückt. Ohne Witz jetzt. Boah. Alter. Geil. Das Crunch, wenn man hier rumläuft. Hilfe. Das ist richtig. Was ist denn hier passiert, ey? Boah, aus sowas müsste man ein Escape Room machen, ne? Boah, das wäre mega. Stell dir mal vor, so ein Escape Room und du findest eine Leiche. Boah, ich hab ne Idee. Was? Ich hab ne Idee für ein Escape Room, wo du dann so eine Leiche findest. Geil. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, was gehört. Schrei oder sowas. Bäh. Also, wenn er hier unten nicht ist, weiß ich auch nicht. Hier würde ich mich doch als Geist irgendwie wohlfühlen.
Allerdings, wie viele von diesen Stühlen brauchen die eigentlich? Hey, was ist das für eine Suppe hier? Ih, das sind Zähne! Aber echt, warte mal. Guck auf den Tisch! Guck mal auf den Tisch! Ach du Scheiße! Alter, die komplett Irren sind hier unter. Die, Alter! Okay, und wo? Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir kommen mal die Treppe hoch. Ah, unten, okay. Seid ihr unten und dann links oder wo seid ihr hin? Ganz links einmal. Okay, da müssen wir, glaube ich, in die komplette Richtung. Ja, genau, genau. Ja, aber wir haben halt die Flanke hier geschützt. Ja. Wissen, wo wir sicher sind. Genau. Hier, setz dich, ich schieb dich. Und dann, wenn der Geist kommt, lässt mich einfach stehen. Genau, ich roll dich so davor. Ja, so hier, friss. Genau. Gönn dir einen Happen. So, warte mal, da waren wir überall drin. Ich glaube, da vorne irgendwo war. Vor allem der Keller ist die kleine Etage. Ja, ist ja auch so, oben ist viel größer noch. Ja, Queenie, genau, Gesona war das. Und welcome back. Wir kommen auf euch zu, glaube ich. Ich sehe nur keinen von denen, auch kein Licht. Doch, ich habe was gehört, ihr seid hier vorne, ne? Ey, die foppen uns bestimmt. Wir werden gleich totgehandelt. Ja, bestimmt. Da, ich sehe euch, die sind geradeaus, sind die. Da. Wir haben bestimmt das Dings gefunden. Pentagramm oder so. Moin! Mach schon mal. Oh. Bester Event. Boah, Junge! Was war das, Alter? Bester Event. Wo ist eigentlich Wir sind keine Gefriertemperaturen. Alter. How old are you? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Kann ich da reinklettern, um von dem Geist abzuhauen? Nee, ich kann nicht springen aus irgendwelchen Gründen. Are you here? Are you close? Where are you? Are you friendly? Are you pizza? Are you pizza? Was hab's denn jetzt für Items reingesteckt? Das ist nur irgendwas Sinnvolles. Ich hab noch ein Thermometer und EMF. Perfekt. Der ist hier, oder was? Ja. Okay. Da, Mori, lass mal neue Items holen gehen. Ja. Schmeiß am besten alles außer der Taschenlampe hin. Machen wir. Genau. Bei Plemmo bin ich sicher, Plemmo hat Plan. Nicht wirklich. Warte mal, hat der gerade die Tür kommt dich holen, Mori. Jojojo, ich glaube auch. Was sagst du? Der hat gerade die Tür berührt oder warst du das? Ich hab nichts berührt. Irgendwo hat er gerade die Tür gekriegt. Ah, schon wieder? Ist aber die Tür, glaube ich. Ist die Tür? Also, der war gerade bei uns. Was war er bei euch? Geister-Event. Mehr Ding. Fingerprints. Okay. Check. Rasmus steht immer eher selber, als dass er dich in den Tod stürzt. Den kannst du trauen. Plembo, ja, ist richtig. Geht's denn da wieder hoch? Verdammt. Ich glaub geradeaus, dann rechts irgendwann. Hier, genau. Ach, ja. Nee, da, genau da lang, genau. Boah! Alter, hab ich hier schon. Hallo! Hallo! So, was nehmen wir denn jetzt mit? Ich hätte mal gesagt Sanity, oder? Können
Melancholia, du solltest unbedingt Sanity Pill nehmen. Ja, aber sie ist Brett gebrochen, deswegen, ja. Hi. Hallo. Okay. Da ist Jo, rein da in die Olga. Was soll ich mitnehmen, Chef? Was soll man nochmal mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind? Noch eine Kamera mit Stativ. Ja, ich suche das mal aus. Was wie ging das oder so mit, keine Ahnung. Ja, ich nehme ihr Räucherdings hier nämlich, geil. Und dann muss ich aber das Dinger Feuerzeug auch dazu nehmen. Jo, hab ich. Und dann nehme ich noch hier so ein. Warte, nimm die hier. Irgendwie. Ach, danke. Nimm meine. Nimm ich noch so ein Para. Du nimmst die Kamera. Ja, gut, passt. Okay. Und dann setzt du das mit F. Ich komme sofort, warte. Mit F. Mit F draufsetzen. Ein Ende kann ein Anfang sein. Ach, hier ich liebe es. Dr. Stefan nee. Frank, der Arzt, dem wir Frauen vertrauen. Nimm Salz mit vielleicht, oder? Salz, okay. Nee, wobei Salz bringt nichts. So. Und dann Fotoapparat. Lass Salz hier im Fotoapparat. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, am 2. März bei RTL. Ich schwöre, der ist ja auch hier zugegen, Alter, der Arzt. Oh, ihr hört meine WhatsApp gerade, ne? Sorry, Leute. Verdammt falsch. Ne, genau, da und dann, genau. So, da raus und dann links. Genau da. Also eben war sie hier. Also okay. Da, wo Plembo jetzt ist. Ich habe für diesen bekloppten Chat-Alert habe ich eine halbe Stunde rumgebastelt, Leute. Weil ich wissen wollte, wie das geht. Aber gut. War das die da? Ich glaub schon, oder? Einfach in den Raum stellen, die Kamera? Oder? Stell deine mal ab, hier wo ich stehe. Also in die Ecke, in den Raum rein. Ist eigentlich auch der Taschenlampe dabei. Wie geht die an? Sie ist noch nicht an. Mit Rechtsklick. Hallo Maya! Bist du auch am Start, Maya? Bist du auch schon ganz begeistert, wer das ist? Warte mal. Maja, wir suchen nämlich die Cora. Die Cora Martin. Feini, Maja. Ich glaube, sie ist nicht an. Feini, Maja. Warte. Ja, nee, sie ist nicht an. Da liegt Fleisch auf dem Boden. Was ist das? Sie ist an. Also, das passt schon. Wieso liegt hier Fleisch auf dem Boden? Dein Kotelett verloren. Anscheinend. Schaut mal hinterher. Da kann man sich verstecken in dem Raum. Oh, ist das schön. Ich komm, warte. Wo ist er? Das ist da hinten. Hinter dem. Ja, okay. Oh, perfekt, danke. Das hab ich wahrscheinlich wieder vergessen, wenn's losgeht. Ich mit Sicherheit. Ich geh nochmal Richtung. Als ob ich das so weit schaffen würde. So, soll ich dem jetzt mal mit dem Räucherstäbchen mal richtig einen einrauchen? Wie sieht das aus? Das ist zwar der Kälteste, aber wir haben kein Freezing. Hab's Orbs schon geschaut? Ne. Ich geh mal in den Truck und guck, ob wir irgendwie das oder so haben. Naja, kannst du da auch schon. Also wir haben auf alle Fälle Fliegen. Guck mal, du kannst die Kamera da stehen lassen. Ich hab hier noch eine einzelne. Guck mal, lass ihn mal da stehen. Das ist Ghost Event, oder? Gut, dass ich reflexartig Räucherstäbchen hier abgefackelt, aber hey. Die Kamera hier vorne auf dem Boden. Zombies, jetzt haben wir zwei Fotos gemacht. Guck mal, hier ist Kamera zum Ab. Also ganz vielleicht habe ich ein Räucherstäbchen verschwendet. Es zählt echt nur ein Bild davon, das ist ja unfassbar. Ja.
Ja. Wir gehen mal raus hier, oder? Ich guck nach dort, ja. Ich habe jetzt auch nur ein Feuerzeug, also viel machen kann ich gerade auch nicht. Ich komme mal mit. Maja, was bist du denn da am Knuspern, Maja? Was geht denn da? Huch. Bin mir hier zu wild. Weg, 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 weg. Ja, die Maja. Die sitzt hier gerade und guckt Frauchen an. Und hofft vielleicht auf das ein oder andere Leckerli. Könnte ja was runterfallen. Könnte was runterfallen. Was haben wir denn noch? Kerze auszublasen. Oh, verdammt, das hätte ich machen können. Warte, das schaffe ich. So, das war... Ja, wir müssen noch einen Kerzenjob machen, aber das regel ich. Das kriege ich hin. So. Du guckst und ich mach dann schon mal Kerzenparty. Was? Muss der Mann hier raus, warum die Kasse? Oh, das ist ein Einzelpersonengeist, deswegen ist da nichts passiert, ne? Ich geh mal Kerze-Dings hier, ne? Geil. Warte mal, wie viel Sanity hab ich? 79. Guck mal, der interessiert sich gar nicht für mich, die Sau. Ja, Mori, geh mal auf Reisen. Ja, ja. Die süße kleine Maja. Diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine, freche, süße Ding nennt's Maja. Maja. Jetzt bist du einmal im Wechsel. Maja. Maja. Maja, genau so. Maja. Oh, der hat Wasser befummelt. Jo, Tatsache. Naja, ein bisschen Körperhygiene schadet ja nicht, ne? Könnt ihr mal den ersten Dot ein bisschen mehr Richtung Tür legen? Also da, wo Plembo steht. Der Dot. Genau, der, Marie. Und dann einfach Richtung Türe, wo wir rausgehen. Nicht so weit. So geil? Ein Stückchen weiter nach vorne. Ja, perfekt. Ist das Kerzenziel abgeschlossen? Ja. Geil, siehst du? Kein Problem, Ladies. Wir warten hier gerade auf den Tod. Oh, boah, Alter! Hast du mich erschrocken da hinten, Kaninchen? Was ist los? Boah, ey, yo, auf einmal steht da jemand. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Boah. Tja. Was haben wir denn jetzt schon, Wir haben nur Fingerabdrücke, oder? Ah, ja. Ja, und, hier ist durch Salz gelaufen. Bringt das was? Nee. Ah, ja, Fotos machen. Ach so. Ich denke die ganze Zeit, das sind Dots, aber sind diese scheiß Fliegen. Ja, ist ja Einzelperson. Sollen wir dich mal alleine lassen, Plembo? Noch. Hm. Mori, wir haben hier mal 5 und Fingerabdrücke, gell? Ja, ich kann schließen. Kannst du ausschließen. Writing. Wir haben ein Geisterbuch, also mal Ling. Also Abfahrt, Leute, ganz schnell hier raus. Ganz schnell, aber richtig hier. Das könnt ihr gerne machen, was ihr wollen. Wir wissen, das ist ein Meiling.
Die Aufgaben sind abgeschlossen. Jetzt heißt es nur noch überleben. Lass mich eine Runde überleben, bitte. Eine Antwort? Nochmal, bitte. Ob wir Buch haben. Ja, Writing, ja. Ja, haben wir. Dankeschön. Naja, ich hab nur das Buch gesucht. Ich hab nur gehört, dass er irgendwie sowas in die Richtung geschrieben hat. Ja, ich kann nicht. Oh, ich kann die Glocke mitnehmen. Oh! Ich kann die Glocke mitnehmen, Mann. Geil! Hallo, hallo. So, wer fehlt noch? Das Kaninchen muss noch kommen. Ja. Guck mal, ich hab ne Glocke, Mann. Bing, bang, bo, bam. Schnell weg hier. Keiner kann sich für meine Glocke begeistern. Dabei war die so schön. Hab ich die jetzt behalten? Einen scheiß Bone haben wir nicht gefunden, den hätten wir auch fragen können. Boah, 310. Boah, ich bin jetzt Level. Ich habe gerade 2 Level gemacht. Sauber. Ja. Nice. Was machen wir jetzt? Sollen wir Prison machen? Möchte die Sona vielleicht mitspielen oder ja? Sona, Bock eine Runde? Ist sie gerade rausgefahren? Ich glaube, irgendjemand ist ja gerade rausgeflippt, ja? Warte mal, ich guck mal hier, ist mir, ich hab hier geschrieben, links. Warte mal. Link? Ne, was? Phasmoguide, lol. Oh, Milas, Phasmo hat sich geschlossen. Skrivatoria, einen wunderschönen guten Abend, hallihallo. Mein Fassbohr hat sich also geschlossen. Wenn Sona möchte, ich kann auch Platz machen für Sona, ne? Also. Wenn sie Bock hat. Was ist Sona? Hast du Bock oder? Mal fragen. Wenn wir voll sind, sollen wir ruhig spielen, sagt sie. Ach so, warte mal, das ist doch hier ihre eigene Lobby. Da müssen wir jetzt eine neue aufmachen, oder? Oder kann die wieder nachjoinen? Ja, sie kann schon da rein nachjoinen. Okay, ja, probieren wir mal. Dann mal rein mit dir, Mila Kunja. Ihr könnt für ein, zwei, drei Runden Platz machen, falls. Sona, komm mal ran. Die Mila Kunja macht Pause. Komm. Auf geht's, Sona. Ich glaube, Sona mag mich. Nee, spielt mal ruhig. Ja, okay. Dann nicht. Was ist denn mit Reh? Hat Reh Bock? Dam. Brauch kurz Pause, hab Kopfweh. Okay. Wir können auch zu dritt. Ja, siehst du, Sona. Jetzt kommt Sona. Alles klar, Sona kommt. Alles klar. Sona, hast du Code? Kann man den Code wechseln, oder? Nee, Sona kommt da rein. Geht auch so. Macht Sona am besten Text to Dings und dann, Push to Talk und dann schaffen wir das schon. Leider ja. Und was macht ihr Schönes am Wochenende? Schon Pläne? Entspannen. Das klingt gut. Also bei mir würden die Kollegen schon wieder in irgendeiner Bar sitzen und auf mich warten. Oh Gott, ey, du bist doch nur am Ballern in Graz, oder? Hallo Sona. Ja, manchmal. Guten Tag. Sona guckt mich ganz intensiv an. Wir hören dich noch nicht, Sona. Wir können deine Präsenz spüren. Aber es fehlt noch.
Mori, halt's Maul. Ja, alles klar, wir sind dabei. So, Prison bereit, perfekto. So, klappt das jetzt, den Push-to-Talk? Ja, ihr hört mich auch gut. Ja. Hallo Blemmo, hallo Nienchen. Moin. Hallo. So, es kann sein, dass ihr Sona manchmal über mein Mikro auch hört, aber ich hoffe, dass mal für eine Runde ist halt schon okay. Klar. Ja. Sona, das haben wir jetzt wieder nicht gehört. Hallo. Ja. Hallo. Der Mori stinkt und ist doof. Aber wieso bist du denn heute so? Weißt du, ich hab so lecker... Nee, gar nicht, weil du hast Essen gemacht. Was laber ich denn? Ja, genau, du hast lecker Essen gemacht. Stimmt, das war andersrum. Ja, ja, genau. Sona. Macht Essen, geht mit dem Hund, macht die Küche und alles. Ich hab so lecker Essen für dich gemacht. Ja, das stimmt heute. Sona, hast du Bock auf bereit zu klicken? Achso, sorry, ich hab auch noch nicht. Ja, bitte. Krevatoria, wie geht's dir denn? Ich glaube, auf deinem Stream bin ich auch schon mal lang gekommen. Du machst sehr viel, nennen wir es Buchrezensionen? Kann man das so sagen? Verdammt. Sind alle bereit, aber er macht nichts. Hallo. Wer ist denn hier Lobbyleader, dass er startet? Achso. Ich hab doch keine Ahnung von dem Game. So. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir hören dich. Jetzt nicht mehr. Hä? Aber wieso denn nicht? Jetzt haben wir dich wieder. Das war, glaube ich, nur gerade eine Ladehemmung oder was? Nochmal der Test? Ja, das geht. Denk dran, V ist Push to Talk und B ist Funkgerät, ne? Ja, aber das Funkgerät hört nämlich ja auch alle. Ja, ja, genau. Jo. Ja, Queenie, was möchten Sie wissen? Wir haben kaum Items. Was passiert hier? Was? Ne, wir haben schon gesammelt, ja. Ist es bei euch auch so? Ich will jetzt gerade mal Mori ins Stream, die ganze Wand ist voll. Bei mir hängt hier nur eine Kamera, ein Dotz, ein Buch, eine Tasche. Ja, die Lobby ist irgendwie im Eimer. Das ist immer, wenn der Lobby-Leader lieft, dann ist Bug. Das ist immer. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich nehme einfach mal das EMF und die Taschenlampe mit. Perfekt. Das ist okay. Ja, dann können wir da was droppen. Normal, wenn wir oh Gott, wir haben das. Wir haben das. Stimmt, genau. Wir können droppen so für dich, Sona. Genau. Oder so. Ach, ja. Gewitter, Gewitter, alles gut. Ist dir nicht warm mit dem Schal? Ich hab dir tatsächlich den Schal immer an. Setz mal die Helmkamera noch auf. Ah ja. Wenn ich, Ich kann die Helmkamera nicht. Ach so, ja, du siehst sie nicht, ne? Ach so, ich hab eine UV-Lampe. Ich hab gar keine Taschenlampe genommen. Mir müsste noch einer von der Taschenlampe runterwerfen. Kann man das runterwerfen? Nee. Krieg's nicht. Hier ist ein Handglitscher durch, seht ihr das? Ja, den Schal trage ich, weil wenn ich abends, wir haben hier relativ frisch immer, und wenn ich dann viel rede, kriege ich sehr viel schnell Halsschmerzen, deswegen hocke ich hier immer mit Schal. Ich muss aber noch mal schauen, ich will jetzt wissen, wo der Break ist, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit im Dunkeln rumzuhören. Ich habe aber auch Schal. Ist das am Nacken immer zu kalt? Ja, ja, genau. Du hast immer. Wir frieren noch so leicht. Ja, ich hab mehr, weil ich immer so Nackenverspannung hab und wenn es zu kalt ist, dann muss ich warm halten. Bip, 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 bip! Das ist so bei alten Leuten. Hallo, hallo, hallo. 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 Wir kommen! Ich habe keine Ahnung, wo da die verfluchten Items sind. Wahrscheinlich ihr bestes Dorf. Wie schnell bin ich denn außer Atem in diesem Game? Was bin ich denn? Bin ich die Rentner? Von Long-Covid. Ja, ich glaube auch.
Party. Cool. So, ich habe ja hier die Spiritbox. Warte mal. Sollen wir gehen? Nimm den noch nicht her. Jo. Ich glaube, da oben brennt Licht im oberen Stockwerk. Okay. Ja, dann gehen wir mal dahin. Es ist kein mehr. Boah, ich würde es so gern nochmal tun, Sona, ne? Drüben irgendwo, glaube ich. Ich habe voll den Ohrwurm, aber ich will auch nicht übertreiben. Eigentlich ist sowas ja gedacht, damit der Chat dich ärgern kann. Ja, ich weiß. Nee, damit ärgert man mich nicht. Ich find's einfach geil. hatten wir jetzt eigentlich geklärt, warum Queenie heute nicht so gut geht? Ja, ich habe das schon geklärt. Okay. Da kommt man hoch. Oder kommt man nur da hoch, oder? Fühl dich auf jeden Fall hart geschnufft, Queenie. Prison ist ja riesig, ey, Alter. Ich hab doch jetzt schon wieder überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Das ist der Sinn von Prison. Ja. Man nie weiß, wo man ist. Hier ist ein Klo. Na gut, eine Zelle. Gretchen, bist du jetzt alleine unterwegs? Ja. Du hast aber auch Eier aus Stahl, ne? Wo ist denn der Geist? Ja, sterben hier? Kann ich doch nicht. Ja, das ist ja das Ding. Also hier ist Licht, ich habe nur leider nichts, um zu prüfen, ob er auch hier ist. Alter, die hauen ab, Alter. Wo denn? Oben oder was? Was ist mit dem Rennen? Ich weiß ja nicht einmal, wo da die scheiß Stiege ist, ich hasse Prison. Okay, er ist hier. Oh, pass auf dich auf, wir kommen. Aber was ist das hier? Wo geht's denn da hoch? Da geht's hoch, geil. Wo bist denn du, B? Bist du B oder A oder wo? Du fragst mich, was, wenn man beim Eingang rechts rum geht, hoch? Ja, da sind wir gerade. Ich glaube, wir sehen das Licht von dir, sondern. Ach, da. Moin. Hallo. Da hinten. Da durch. Da hat's mich angehaucht und angeguckt und angedingst und keine Ahnung. Es hat sich gefreut, dass du alleine da bist. Also wollte ich einfach mal nach einem Date fragen, weißt du, und du stellst den gleich an der Wand bestimmt hier. Wo ist das? War eine Frau. Ach so, okay. Was da? Da ist ja nichts. Jetzt sei mal nicht so. Da ist ja nichts. Ich bitte dich. Ja, die haben Minustemperaturen. Ja, Minustemperatur. Ja. Nein. Sollen wir gehen? Geben uns ein Zeichen. Nee, Alter, bleib mal locker. Sollen wir gehen? Geben uns ein Zeichen. Ah! Mann, hau ab! Ah! Scheiße, ich bin voll in die reingerannt. Ey! Alter, ich bin voll in die reingerannt. Boah, ey, ich geh da alleine. Okay, mach da weg da, Alter. Ich warte mal LKW. Alter, ich bin voll in die reingerannt. Oh. Mori, atmen. Ja, ich habe mich zu Tode erschrocken und renne in die Reihen da. Da ist schon wieder Geistevent, also was ist denn los mit der? Sollen wir gehen? Türe, hat er UV. Gib uns ein Zeichen, negativ. Wie alt bist du? Keine Abdrücke. Aber du stehst dich blutüberströmt, halbnackt vor mir. und haust mich an. Soll ich? Oho. Ja, Queenie, da hast du recht. Die Rechnung geht auf. ja. Ich muss da jetzt echt ein bisschen drüber nachdenken, aber jetzt habe ich es auch verstanden. Was? Keine Abdrücke. Boah, ich habe keinen Bock auf. Ist die drin oder was? Ja, die Tür bewegt gerade. Ach so. Gib uns ein Zeichen. Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Stören wir? Na, Mori, du musst da rein. Da rein. Was? Ja, da geh du doch da rein. Ja, dann gib her.
Ja. Viel Erfolg. Danke. Dots, oder? War das Dots? Dots, ja, ist durch mich durchgelaufen. Danke, braucht man gar nicht mehr Spirit Box testen? Ja. Ist das erledigt? Natürlich. Weil wir wissen, Juraj und Oni reagieren nicht auf Spirit Box. Ja, manche Ort, Leute wissen das, manche nicht. Oder EMF5. Ich weiß das auch nicht. Holt ihr mal eine Kamera? Kamera, ja, ich hole mal. Und ein Fotoapparat wäre auch geil, also beides. Ja, bitte. Hm, Türe? Ja, ich kann ja nicht keine Finger abzukriegen. Nee, macht keine. Warte mal, schauen wir mal, wo man es verstecken kann. Ja, ich weiß, wo im LKW. Na. Schaut so schlecht aus. Die Map ist so ranzig. Na, kann man? Ja, okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Oh, ja, okay. Ich habe da jemanden neben mir sitzen. Der guckt mich ganz lieb an und freut sich. Oh, schnuff denjenigen. Oh, ja, bitte, ganz toll. Schnuffen, ganz wichtig. Ganz toll schnuffen, Queenie. Das macht immer gute Laune. Sona mag das besonders, wenn ich sie Tag und Nacht schnuffe. So richtig Wundschnuffe, da wird die richtig gut gelaunt. Ich bleib da nicht alleine, da das klar ist. Ach, Mori. Ja, was denn? Ich hab der gerade versehentlich voll in den. Hier so in den. Oh, Alter. In den, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Diese Frau ist auf jeden Fall unhöflich. Oh, hier liegen Handschellen. Vielleicht kannst du damit aushelfen. Hm. Oh, hallo, ich hab die eingesammelt. So, na, komm mal her. Kann ich dich fesseln? Nein, danke. Ja, yeah. Warte mal, bleib mal stehen. Dreh dich doch mal um. So, na, du musst es auch kommen. Du wirst einen Weg finden, es zu genießen. Dreh dich um. Verdammt. Nee. Hier hast du Handschellen als Zeichen der Versuch. Okay. Ja. Oh oh. Alter. Alter, auf Handschellen steht die gar nicht. Ist vorbei? Mori, pst. Ja, Sona ist tot. Mori, du darfst nicht reden, wenn die Hand hat. Ja, die Hand war doch vorbei, oder? Woran wusstest du, dass die Hand noch nicht vorbei war? Weil Sona erst danach gestorben ist. Also, ja gut. Ja. Raus hier, ganz schnell raus hier. Jalla. Aber ganz schnell. Arme Sona, ja. Moment, Sona mag es, wenn du sie wundschnuffst. Moment, nicht, dass wir von Schnuffen von unterschiedlichen Sachen reden, bitte. Nicht falsch verstehen, Gottes Willen. War hier der Ausgang? Lass hier der Ausgang sein, komm. Alter, ich will hier raus. Fuck. Scheiße, wie komme ich denn hier raus? Die Hand. Die Hand, Alter. Scheiße, wo bin ich? Hier raus, Alter. Wie komme ich denn hier raus, verfickte Scheiße?
Da. Ja. Raus. Komm. Mal lauf, Junge! Ah! So. Wer lebt noch? Lebt nur ich? Niemand. Du bist ganz alleine. Wo bist du? Komm da raus, du hast keine Sanity mehr. Oh Gott sei Dank, Kaninchen, ich bin so froh, dich zu sehen. Gott sei Dank. Das, ja, der killt alle da. Die killt alle, die Bekloppte. Die hat sie nicht alle. Die hat den Schaden nicht mehr gehört, Alter. Die rennt los und killt alles. Alle 30 Sekunden. Was haben wir? Wir haben Gefriertemperaturen und Dots-Projektor, richtig? Dots, ja. Das Kamera, ich weiß nicht. Da. Ja, renn halt durch, du Dussel. Ich dachte, wir sehen noch irgendwas, aber... Es ist ein gemeines Mischstück. Kann man das auch auswählen? Es ist richtig aggro. Also, es ist richtig... Aber wer ist denn von denen so mehr so? Warte mal, Geister, Oni. Weil ich guck mal, ich recherchiere mal. Gefrier hatten wir auch, sagst du? Nein. Hatten wir Gefrier? Ich hab's vergessen, ich glaube nicht. Weil du gerade Gefrier sagtest, ich war ein bisschen irritiert. Hatten wir irgendwas anderes noch? Nee, wir hatten nur... Doch, Gefrier und Temperatur. Entschuldigung, doch, Gefrier hatten wir. Ich bin auch schon durcheinander. Gefrier hatten wir. Gefrier, okay. Ja. Das kann also nur Jurai oder Oni sein, oder? Genau. Deswegen recherchiere ich jetzt mal, was so ein Oni wieder so drauf ist. Panik zu versetzen, bevor sie angreifen. Körperliche. EMF-5. Hat jemand eine EMF da oben liegen? Ich habe keine Ahnung. Oni und was war das andere Jurai? Geisterorb. Geisterorb habe ich die ganze Zeit gemacht, hat die nicht reagiert. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist auch die Cam gerade drin, aber vielleicht ist das nicht der richtige Raum. Also ich bin so bei Oni, ne, oder? Guck mal, die Tür. Ich habe die Tür hier zugemacht. Alter. Scheiße, hat noch irgendwer ein EMF? Ach, hier liegt noch eins. Wollen wir zusammen todesmutig EMF checken? Nun, ich, Oder soll ich riskieren und du bleibst hier in Sicherheit und fährst zur Not weg? Wir schaffen das schon. Okay. Wir schaffen das schon. Ah, mit der Sanity, Alter, Wasser. Kaninchen und Spinne. Es muss nur einer überleben, egal wie, aber überleben. So sieht's aus. Und du weißt dann, Kaninchen und Spinner sind immer die Gewinner. Wow. Oder? EMF war nur 4 bisher, schreibt Plembo. Du hast es ja auch gut hingekriegt die ganze Zeit. Ne? Du kamst immer aus irgendeiner Ecke, wo ich mir dachte, da geht die nicht hin, okay. Ah, EMF war nur 4 bisher, okay. Also ein Orb vielleicht, der irgendwo versteckt ist, ich weiß es nicht. Upsala, sorry, ich wollte ja nicht auf meinen Hintern filmen. Was? Das heißt, das ist ja unerhört hier. Entschuldigung. Kaum ist deine Frau tot, ja. Weißt du? Ja, was soll ich sagen, Mann? Man lebt nur einmal. Ihr habt gerade getrunken, mach sowas nicht. Huch. Ich werde hier. Ey, ich werde. Irgendwas. hast du verdient. Ich wollte gerade sagen, Alter, das ist die Rache meiner Ex. Ja, tot. Hallo? Huch. Piep. Hier unten auf dem Boden. Die Handschellen, die geilen. Und was hast du so für ein EMF-Feeling? Gar keins gerade. Ja, ne? Es piepst nicht mal. Was war denn das für ein... Reagiert auf alle. Mal hier draußen, ob hier irgendwo vielleicht ein Orb ist. Da ist nix. Das stimmt nicht. Wow. Oh.
Boah! Du dummes Miststück, Alter! Bist du noch am Leben? Alter! Hallo, hallo? Na? Oh, Kaninchen haut jetzt bitte ab. Ich hoffe, Kaninchen haut ab. Ich hau hier auch ab, Alter. Einer bekloppt. Ey, ich bin voll in die reingerannt, dieses Miststück. Was mach ich nun? Raten? Ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich der Beste. Hier, ich geb dir ein bisschen Denkmusik. Ich glaube Oni, ja, ich glaube auch. EMF Level weiß ich halt nicht, weil EMF. Oh, es ist schwierig. Dr. Stefan. Schwierig. Ich glaube Oni. Okay, dann nehmen wir Oni, weil ich habe nicht keine Ahnung. Dann mach ich Oni rein und dann fahren wir, ja? Bitte. Warum wurde denn gerade im Chat gespuckt, ey? Sona, erinnere mich so, bitte dringend dran, das zu klippen. Danke. Easy. Boah. War doch easy, nice, oder? Nice, danke. Ich hätte es nicht gewusst. Alter, ey. Ich bin immer in den Zimmer, wo ich mich versteckt habe, stand die auf einmal. Ich bin voll in die reingerannt, Alter. Ja, das war richtig mies, ja. Oh, ey. Jesus, Buffy, Alter. Ah, Queenie wieder da. Liebe Schäfchen, huhu, hallo, liebe Schäfchen. Boah, komm, einen machen wir noch, oder? Jo. Eieiei. Einen müssen wir noch machen. Mit so einem Erfolgserlebnis müssen wir hier raus. Aber wir müssen doch Klamotten kaufen, glaube ich. Hat einer Kohle? Ja, Moment. Ich kann auch was kaufen, bestimmt irgendwie. Ich habe die ganze Zeit nichts reingeschmissen, weil hier immer bezahlt wurde. Ich bin hier voll der Schmarotzer. Ich habe noch nie was bezahlt hier, glaube ich. Mauri ist schon fix und fertig. Da kannst du aber für. Ich habe einiges rein dann. Achso. Okay, ich glaube, das ist voll jetzt. Ja, ich glaube, es wird ganz gut. Kopfkamera habe ich halt nicht. Ich nutze die halt auch nie. Ja, braucht. Gut. Dann welche Karte wollt ihr denn so nehmen hier? Wenn wir das Camp nehmen, oder? Weiß ich nicht. Camp ist doch gut. Oder? Camp, ja. Das große oder das kleine? Egal. Groß hier, da, oder? Ja, okay. Nimm mal ruhig das große. Zum Abschluss. I'm ready. Das große ist das Campsite oder das Woodwind? Ich glaube Woodwind. Campsite. Ne, das große ist doch. Das Schäfchen. Ah, nee, hast recht, Campsite, stimmt, ja. Boah, frag nicht, Schäfchen, ich bin hier gerade in die Hölle gerannt, Alter. Und Melancholia hat mich dreimal geopfert heute. Melancholia, klick mal bitte. Alle bereit machen, bitte. Ich muss das sehen. Ich hab gerade schon, aber ich weiß nicht, warum es wieder rausgenommen hat. Okay, ich bin bereit. Hm. Ich glaube, Sona hat noch nicht, ne? Sona, bereit. Oh, immer die Olle, ey. Sie hat mich gerecht vom letzten Mal. Boah, ich bin platt, ey. Das war wild gerade. So, dann hoffen wir doch mal als erstes, dass Sona mal ihr gesamtes Inventar gleich sieht. I hope so. Jo. Warte mal, auf welcher Schwierigkeit spielen wir jetzt? Das war benutzerdefiniert, stand da, glaube ich. Wir hatten da den Monitor kaputt gehauen. Ah.
Also Molotow kaputt gehauen ist ein Traum, glaube ich, ne? Ach du Scheiße. Nein, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch ein Custom-Ding von mir, das kann auch sein. Aber ich glaube, das wollen wir nicht spielen. Hier steht 5 Minuten? Hm? Was? Oder bei mir. Dann möchte ich hier oben. Das stimmt, da steht 5 Minuten. Sonst stand da immer 0, ne? Ja. Wieso steht da 5 Minuten? Dann sterben wir. Können wir nochmal heimfahren? Alle auf einmal. Ja, wir können nochmal zurück. Also wir machen wir, komm. Ja, weg hier. Warte mal, ich rate. Oh, wir hätten raten können, verdammt. Banshee habe ich genommen, keine Ahnung. Das wird wild, hat so ich kann. Ich weiß auch nicht, wer es war. Und es war. Spannung! Oh, ein Mare! Mann, das hätte man auch wissen können. Verdammt! Scheiße! So, warum steht hier auf Benutzer definiert? Was heißt das denn? Ich konnte das gar nicht umstellen, Schäfchen. Ich bin gar nicht wieder hier. Ja, ich bin Ding. Mach mal hier auf entspannt hier. Auf Ehrenbruderbasis. Ja, okay, das wäre ein komischer Multiplayer gewesen. Mal 1 gewesen. Dann mit 14,5. Da geht's richtig los. Na, Professional, ja. Es fehlt noch was? Kopfkamera, ist gut. Starke fehlen noch, 2 starke Taschenlampen. Oh, Alter, jetzt sieht gut aus. Hat einer reingeböllert, aber ganz schnell. So, wir sind Profi, ja, meinetwegen, klar. Ja, Profi. Klar. Ja. Profis. Sag ich auch immer bei der Arbeit. Keine Sorge, ich bin Profi. Dona, bereit. Dann brennt alles. Aha. Da. Jetzt steht da 0, Gott sei Dank. Hello. Hallo. Hello. Na, 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 na. Für die Quatschbox nicht. Ja, es packt bei mir hier, Alter. Ich. Moment mal. So, und. Du bist doch eine, oder? Lampe ins Dunkel geworfen, kannst du ja mal hinleuchten. Wer bist du denn? Ich. Guck mal, siehst du denn. Hä? Oh no! Egal. Was los? Irgendwie sehe ich mein Inventar nicht mehr. Ich sehe jetzt zwar Licht, aber keine Taschenlampe, aber ist nicht so wild. Komm mal her zum Foto. Ja. Kann ich mit Tee anrunden? Hab ich schon ein Foto. Okay. Ist das der Spiegel? Ich weiß. Das sieht aus wie ein Mülleimerdeckel. Ich wollte uns unsere wahren Bilder pischen. Was hast du denn jetzt mit dem Spiegel vor? Ich schau jetzt, wo der Geist ist. Wieso das denn? Er ist in irgendeinem, glaube ich, weißen Zelt. Aha. In einem weißen Zelt? Ja, irgend sowas. Irgendein helles Zelt, oder? Ist das da hinten vielleicht? Ist der Fenster sein? Das ist ja, ja. Ja, entweder das da, oder ich weiß nicht, ob es noch anders gibt. Hallo. Ja? Hier ist auch noch ein weißes Zelt. Ja, hier ist Dusche, Dusche ist hier angegangen. EMF2 an der Dusche. Ja, nachher ist er da. In dem Zelt da. Wo ist er jetzt? Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Wir haben Geisterbox, der hat mir irgendwie hart ins Ohr hier. Das hab ich aber gehört, das Sturm. Der will mich wirklich, Alter. Alter. Hat das Foto nicht genommen. Boah. Der Geist sagt auch, dass hier stimmt, ich glaube auch. Aber der Geist wollte das verduschen, deswegen hat er die Dusche angemacht. Ey, liebes Schäfchen, willst du mal einen kleinen Trip in die Vergangenheit? So, na, weiß, was jetzt kommt. So, was wissen wir? Was können wir denn noch machen? Foto vom Geist, Bereich in der Nähe. Räucherstäbchen, das kann ich machen. Nehmen wir so ein Räucherstäbchen. Das brauche ich nicht. Dann nehme ich eine Kerze. Und dann gib mal den Befehl ein, der in dem Titel steht. So, und dann
werden wir die Sau jetzt ausräuchern. Ein paar Dots. Dots mitnehmen, bitte. Dots. Müssen wir mal holen, bitte. Dots haben wir, oder was? Ja. Yep. Nein, sollen wir mal mitnehmen. Ach, Dots sollen wir mitnehmen. Was ist ja. Dots? Macht's mal Licht aus. Gut, mal um. Ich hol. Bin ich blöd, ich habe auch rechts geklickt. Egal, ich hol nochmal. Alles gut. Kein Problem, ich hol nochmal. Writing. Ja! Schäfchen, ohne Witz. Ich hab da eine halbe Stunde dran gesessen. Nee, aber wir waren auch noch nicht beim Haus, ne? Soll ich ins Zelt packen? Also mir am Ding, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Am 2. März bei... Ja, ich hab mal Licht zu machen. Ich wollte jetzt einen Befehl testen und fand das witzig. Was war das denn? Wer hat jetzt gerade so geatmet? Also ich glaube, ich habe geraucht. Das ist ja, Räucherstäbchen habe ich geklärt, Leute. Geil. Nice. Kerze mache ich auch. Pass auf, schaffe ich. Aber ihr werdet so stolz auf mich sein, Leute. Ich bin ein... Oh, da waren wieder Dots. Dots, oder was? Yep. So, ich stelle ja jetzt eine Kerze hin. Weil sonst gerade fast noch keiner hat. Naja, ich glaube, es ist eine Aufgabe. Mal sehen, ob er die Kerze auspustet. Mori, der Kerzenständer, genau der. Hast du gesehen, wie sich über meine Kamera das Bild da reingeschlichen hat? Einfach geil. Da soll mal nur einer sagen, ich hätte eine halbe Stunde irgendwie Lebenszeit verschwendet. Haben wir irgendwie eine Kamera da? Knochen ist im Haus, neben der Toilette. Klo ist oben. Okay. Wie kann ich den umschalten? Ja. Das ist ein roter Apparat. Hast gleich Herzklopfen bekommen. Glaube ich. Kerze ausblasen hat auch geklappt, Leute. Wir haben schon 2 von 3 Zielen. Jetzt brauchen wir noch ein Foto. Easy, dann machst du auch noch du. Mit dem Schauspieler, yeah. Dr. Stefan Frank, kein Scheiß, dem... Was war denn das? Enkel, glaube ich. Sohn. Habe ich zusammen eine Brauerausbildung gemacht in Dortmund. Ich werde ins Bettchen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Queenie. Ich wünsche dir eine schnuffige Nacht. Und zarte Schnuffs. Gute Nacht, Queenie. Schlaf gut. Mila Kunja ist auch auf einmal so krass müde geworden. Ja, ich glaube, also lange machen wir hier auch nicht mehr. Jetzt müssen wir aufpassen. Vielleicht haben sie von Geistern versteckt. Ja. Ich hab keinen Bock, da hinzugehen. Seit 6.15 Uhr wach, ja, das ist auch eine lange Zeit. Was können wir denn noch haben? Orbs, Abdrücke, Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Hat das mal einer gecheckt? Gefriertemperaturen vielleicht? Generator läuft. Gefriertemperaturen, Buch. Haben wir auch schon drin. Fingerabdrücke, EMF. Ich versuch's nochmal mit Temperaturen einfach. Bin vorhin schon auf der Couch eingeschlafen und liege jetzt im Bett. Oh, oh, oh. Und Dax Nero daneben, hoffe ich doch. Mach einen schönen Schnuff. Ja! Hier ist doch ein Geist lang gerannt, Alter. Ja, das ist doof. Das passiert auf einer Geisterjagd. Danke. Hat irgendetwas Matsch einstecken? Hat einstecken? Ja, Räucherstäbchen. Nee, ich habe leider einen schon verbrannt vorhin.
Naja, also Gefriertemperaturen haben wir hier definitiv nicht. Mori, es könnte sein, dass man sich nicht verstecken kann vor dem Geist. Was zählen. Ja, ich gehe einfach weg, würde ich sagen. Wie? Was macht denn der Dax Nero, Alter? Macht der hier einfach ohne dich Party oder was? Na? Schieße Foto vom Geist, na? Natürlich. Ja. Was? Echt? Nils, oder? Ja, einer nimmt, Rieser nimmst du einen Smudge, ich brich einen Spiegel und mach's Foto. Was ist, was, ein Smudge? Löapparat. Ja, Smudge sind die Räucherstäbchen. Au. Oh. Brauche ich noch ein Feuer. Ah, der ist auf der Couch, ja gut. Ah, komm, wir gehen mal hinterher. Aber wir Gute Nacht, Melancholia. Gute Nacht, Melancholia. Es kann sein, dass man sich nicht verstecken kann von dem Boy. Ja, wir streamen morgen auch nicht mit Lacunia, von daher, morgen ist erstmal Pause. Wollen Keller bei meinen Eltern ausmisten? Ach du liebes bisschen, das ging eine Arbeit. Haben wir Box schon da, Spiritbox. Das hab ich auch mal bei meinen Eltern gemacht, Alter, da hast du irgendwie aus dem... Box? Ja, Box, ja, Box, 100%ig Box. Ja, aber ja. Der hat mir so hart ins Ohr gehaucht, der wollte mir einen Antrag machen. Hat es dir gefallen? Hör mal, du kannst mir glauben, die Box habe ich schon erfolgreich gemacht. Achso, hast du schon. Ja. Hat er mal gehört. Ja. Okay, dann kann man sich nicht verstecken vom Geist, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Also, ja, gut, wir wissen eh alle, dass ich zuerst raufgehe, hallo? Also, ja. Alle weglaufen. Ja, weg, Alter, ich renne jetzt weg, Alter. Ja. Du musst noch gleich machen. Einer geht drauf. Ich hab Sona nicht gesehen. Jetzt wäre ich da gar nicht lang gelaufen. Ich war die ganze Zeit hinter mir her. Meine Mutter ist nicht mehr in der Lage und mein Vater hat den übel zugegroßt. Oje, 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 das klingt nach Arbeit. Tut mir leid, Sona. Ach, Sona, du starbst als Heldin. So, raus hier, aber ganz schnell. Die Hand jetzt schon wieder. Scheiße. Bin ja sowas von raus, Bruder. Ja. Kaninchen gestorben? Nee, die war vor mir. Kaninchen lebst du, ne? Doch, da steht sie, da ist sie. Die lebt noch. Kaninchen ist eine Macherin, die lebt. Okay. So, was so wissen wir? Ich hab halt den Geist beim letzten Mal bei Sona abgestriffen, weil ich nie wusste, dass sie da hinten sitzt. Ach, weißt du, Sona hat's aber auch ein bisschen verdient, ne? Bin ich ehrlich. Was? Ja. Frech. Ja. Oh, scheiße, die kommt. Oh mein Gott, die kommt. Ey, warte mal, was nimmst du? Au. Dio müssen wir. Oh, warte. Ja, hier hab ich. Was für ein Ding? Diogen. Diogen. Ja. Dona, Dio-Channel, Logan. Dann müssen wir raus. Jawohl. Welchen Beweis habe ich denn wieder übersprungen? Wir hatten Geisterbox und wir hatten... Box und Writing. Ah, Writing genau. Habe ich nicht mitbekommen. Okay. Also... $400. Ja, sauber. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe 55. Ja, ich auch. Ja. Ja, weil du gestorben bist, du hast keinen Multiplier.
Also ich wäre für heute raus. Es war sehr schnuffig, aber ich bin todmüde. Ja, reicht auch, glaube ich. Die Tour, ich penne hier gleich so ein. Ja. Ja. Alles klar, es war mega lustig. Vielen Dank fürs Mitzocken. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch. Dankeschön. Gerne wieder. Gerne wieder, auf alle Fälle, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns und bleibt schön schnuffig und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ne? Schönen Abend, schönes Wochenende. Dankeschön, auch so. Ciao, ciao. Tschüssi. Ja. Oh yeah. Oh,